verstehen zu ein paar heiklen Fragen. Hallo zusammen da draußen, liebe Zuschauer und Zuschauerretten. Ich bin nicht Nebo. Ich habe auch nicht zugenommen. Krumm als Ersatz für Nebo heute mit eurem altbekannten NVA. Hallo, liebe Zuschauer. Hallo, Krumm. Hallo, lieber NVA. Ich hoffe, du begleitest mich heute gut durch meine Premiere. Auf jeden, das wird ein Fest. Das wird ein Fest, auch ohne Backoffice. Wir machen heute alles zu zweit. Ja, das wird legendär. Ja, ich weiß auch jetzt schon, dass Nebo vor seinem Rechner in, ich glaube, München ist er oder so, dass er da sitzen wird und erstmal feiern wird, dass ich mich jetzt heute hier abquälen und plagen werde. Und der wird sich bestimmt noch notieren, was ich alles falsch gemacht habe. Ich bin ja mal gespannt. Macht sich eine Strichliste. 1 Million Samen. Ja, aber wir sind schon in einem Spiel und es gibt so ein schönes Tankpicking-Screen jetzt auch. Da schalte ich mal um. Juhu, es klappt sogar. Und da sehen wir auch auf die Aufstellung. Wir sehen auch, wer gegen wen spielt, nämlich Gods of Darkness und HSK Frenz. Wir haben es gerade schon drüber unterhalten. Ich kenne keine von beiden. Aber der NVA hat schon seinen Favoriten raus auserkoren. Ja, das ist richtig. Das war in diesem Falle Gods of Darkness, glaube ich. Die anderen, sind noch sehr neu in der Szene. Haben zweimal teilgenommen, glaube ich, bisher erst im GoVWT. Und beide Male leider schon in der ersten Runde rausgeflogen, während Gods of Darkness schon einige Erfolge zu verzeichnen hat. Okay, also wir sind gespannt. Wo wollen wir denn zuschauen? Momentan sind wir aufgeteilt. Das heißt, das ist gar nicht gut. Das müssen wir ganz schnell ändern. Dann gucken wir gleich den HSK zu, den neuen. Vielleicht werden sie heute ihren ersten Sieg einfahren im GoVWT. Okay. Ich hätte es auch gleich schreiben können. Aber ich habe es jetzt gemacht. Sehr schön. Okay, das scheint noch funktioniert zu haben. Wir sind beide bei HSK. Ich muss hier nur noch mal kurz die Teams tauschen. Ja. Und dann können wir schon sagen, ready. TV ready. So. Wer sagt blöder Name? Okay. Ja, also wir sind gespannt. Wir haben nichts Außergewöhnliches jetzt irgendwie im Line-Up an Panzern. Ups, ich muss umschalten. Genau, groß machen. Ich hab's groß gemacht. Nicht so wie Nebo, der lässt das immer klein. Ah, Nebo macht das stimmt nicht. Nebo macht das schon gut. Das ist ganz selten, dass er das vergisst. Ja, da muss man dran denken. Ja, dann fangen wir mit den Aufstellungen an. Ich bin hier bei HSK, wo wir das ja gerade eigentlich schon gesehen haben, ne? Auf den neuen Bildschirmen. Ja, sag's trotzdem nur mal an. Da haben wir einen 50-100, 2S3, 2,69er und 2T1. Und auf der Gegnerseite, in dem Falle Gods of Darkness, 1 AMX 50-100, ein IS3, 2T69, ein AMX 1390, 2T1. Also jetzt nicht irgendwie was übertrieben Ungewöhnliches dabei, würde ich mal behaupten. Und wir sehen... Sieht gleich direkt Richtung Mitte stürmen. E69 jedenfalls Richtung Mitte, aber es sieht nicht so aus, als ob sie hochfahren. Wir sehen ungetarnte T69 und einen ungetarnten T1. Nein, unmöglich. Ja, jetzt geht's los hier. T69er, mal gucken. Ob sie vielleicht schwer erwischt werden. Ja, sieht noch gut aus. Ja. Kommt der erste... Zweiter Schuss, aber beides, also nichts aber getroffen. Aber ist gut gelaufen. Ja. Auch auf Gegnerseite jetzt nichts abbekommen. Der IS-3 fährt wieder zurück. Karl-Heinz Hubert, hinten gesichtet, 1390. Holt einen Traktor raus, unten und bei der Insel unter dem Leuchtturm.
Deswegen fährt der ES3 jetzt auch ein bisschen in die Richtung. Wir haben ein bisschen den Leuchtturm außer Acht gelassen. Solange der da Den jetzt nicht in den Planfall. Fluss reinfährt. Aber hier, da auch ein 50-100 auf dem Leuchtturm. Fährt gerade Richtung Basis zurück. Er fährt zurück. Meint, die scheinen also irgendwie nichts über den Leuchtturm zu machen. AMX 1390 scheint ein bisschen hoch zu fahren. Zu den T69 hier. Relativ ruhig. Bei der T69 Saalfeld scheint wohl ein bisschen nach hinten in die Stadt gucken zu wollen, aber da ist auch der T1, der Ja, müsste eben, eigentlich das da meiste sehen. an die ist da nichts. Oh, ich habe Der gesehen. ES3 wagt sich hier mittig ziemlich weit vor und setzt auch den ersten Treffer auf den unteren ES3, der gerade Richtung Leuchtturm sich ausgerichtet hatte. Aber da wird sich wohl keiner rächen können. Der ES3 hier versucht es ein bisschen. Die ES3 sind natürlich hier nicht optimal, wegen dem Kanonenneigungswinkel. Das stimmt. Die T69 sind da ein Vorteil. Ich habe gerade gesehen, wir sind, also das Stream ist auch online. Es hat funktioniert mit dem Delay-Server. Es kommt etwa in 20 Minuten, 10 Minuten Delay haben wir. Sehr schön, sehr schön. Aber ja, momentan noch ziemlich ruhig. Ich glaube noch nicht ein einziger Treffer auf beiden Seiten nicht. Doch, 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 einen haben wir hier auf den ES3, aber das war es dann auch schon. Ach stimmt, ja, da hinten. Ja, Plups, VV. Da hinten der 50-100 auf dem Plateau, damit er hier oben bei der Mine schön hinschießen kann. Ja. Vielleicht. Ah, ich dachte, der 69er macht vielleicht mal ein bisschen Sperrfeuer. Hier. Saalfelder hat versucht, Schuss zu setzen. Hier, der ES3 wagt sich da sehr weit vorne. Oh, sie stürmen jetzt da. Oh, jetzt kommen sie. Oh, Und der dritte auch Schuss. Karl-Heinz Hubert unterstützt hinten vom Oh, da ist er Leuchtturm. raus. Oha. Das haben sie gut gemacht. Halleluja. Somit sind sie 8 Punkte im Vorteil. Der Gods of Darkness, also da, wo wir zuschauen, ASK, 8 Punkte im Nachteil. Plus, nee, 9 Ja, Punkte, ein ganz Traktor genau. ist auch raus. Ach so, okay, das auch noch. Also jetzt ist Gods of Darkness eigentlich so im Vorteil, dass sie jetzt eigentlich wieder nichts mehr machen müssten. Ja, da kommt der T69. Ah, da kriegt er auch direkt einen. Da kriegt er direkt einen, der IS-3 vielleicht noch. Ja. Aber HSK geht jetzt hier nach hinten, also eigentlich müssen sie ja jetzt extrem draufdrücken. Also irgendwas müssen sie machen, das ist wahr. Oh, Das hinten, haut der so nicht IS-3, gar hin. nicht mitbekommen. Ach du meine Güte. Der kriegt hier Lack Ja. vom AMX 1390. Drei Schüsse, zwei Schüsse noch. Dann müsste er raus sein. Oh, da kommt noch einer hinterher. Ah, das sieht nicht Nicht gut mal aus. 69er aus der Mitte. Ja, jetzt Aber geht. er hat ihn Oh, zumindest auch und noch da ist eine er gedrückt, raus. aber ja. Eieiei, das war bitter. Nee, jetzt ist natürlich ASK richtig Alarm. Ja. Jetzt wird es auch sehr schwer, die Sache hier noch irgendwie zu einem positiven Ende zu bringen. Rein. Vor allem, weil sie auch immer noch defensiv agieren. Ja, ist die Frage, worauf die noch warten, aber Da. ich denke mal, genau, Gods of Darkness wird jetzt ES3, den Sack Plattform. zumachen. Die werden jetzt einen Gorban sind so im Vorteil. Da ist der T69 und noch der angeschlagen T69 dahinter. Oh, da geht er aber auch gleich drauf, der ES3. Das könnte mit einem Schuss sogar klappen, mit ganz viel Glück. Aber nein. Selbst wenn, die holen sich dann die T69 in der Zeit hier. Den Knolli. Ja, da sind aber viele Fehlschüsse dabei. Hier ist 3, ganz Ja. vorne weg. Das da, boah, Aber hier. 441 Schaden. Der IS-3 hinten geht natürlich jetzt auch down. Gegen eine T69 sieht das nicht gut aus. Aber zumindest hat sich Erox 86 von HSK im Traktorkampf durchgesetzt in der Stadt. Muss man ja mal erwähnen. Immerhin. Ja, das. Immerhin. Ja, da haben sie den vorletzten Achter. Ne, doch. Jetzt der andere ist auch raus Jetzt fällt und auch hier ist der der letzte ES3. ES3. Zack. Und wo haben wir unseren tapferen Aerox? Nimmt jetzt noch einen. GG schon mal vom Gegner. Ja, Leider aber hier nicht gereicht für Traktorkampf. den ersten Sieg. Passt.
Ja, hat sich Gods of Darkness doch durchsetzen können. Und ich muss wieder umschalten, ne? Was Unser toll Hund gemacht. Hölze in diesem Fall ist auf jeden Fall BND im IS-2 mit 2555 Schaden. Okay. Gucken wir nochmal drauf auf die Details. Auswertung. Sagen die, ja. 1555. Ja, wunderbar. Ein deutsches Match gerade gesehen. Und ich schaue jetzt einfach mal, was wir uns als nächstes raussuchen können. Wo bist du dann, Nebu? André? Bitte? Vermisst du deinen Nebu? Nein, ich bin mit dir auch ganz glücklich. Ja, das sagt er jetzt bloß. Ebo hat heute den wichtigen Auftrag. Ja, weißt du, Nächste was er Woche hat? wird er ja wieder bei uns sein. Den Auftrag. Munkelt, er sei auf einer Schulung, aber. Ja. Ja, was können wir uns denn da anschauen? Eigentlich dein Xel'Naga-Core heute dabei? Oder Ja, habe ich nicht? schon irgendwo gesehen. Die hatten aber Freilos erste Runde und. Ja, stimmt. Aber theoretisch können wir uns da reinhängen. Denn die haben auch einen Gegner schon. Das heißt, vielleicht magst du das ja sogar mal klar machen, dass wir da Anleitung bekommen. Lieber NVA. Ja, warte mal. Ja, mach ich direkt mal. Ja, danke, M-Rage. Ich weiß, ihr wollt alle Nebu wieder. Es tut mir aber leid, ich bin da nur ein magerer Ersatz. Das ist zweideutig magerer Ersatz. Ich will auch Nebu wieder haben. So. Also, als nächstes Xel'Naga-Core gegen. Was haben wir denn da? Wir haben ein lustiges Ergebnis eingetragen, nämlich 3 zu Ja, das 7. wollte ich auch gerade einwerfen. Ja, das ist interessant, wie die das gemacht haben. 3 zu 7. Wahrscheinlich. Also blöd, wenn sie jetzt die Panzer eingetragen haben, die am Ende noch gelebt haben. Nee, umgekehrt. Die sie abgeschossen haben. Die gelebt haben, das wäre ja noch okay. Naja, also so wie es aussieht, K ist Keep Smiling. Als nächstes gegen Xel'Naga-Core. Da haben wir auch schon direkt die Einladung. Hey. Hey, yo, hey, yo, ho. Aber es Von wird noch M-Rage. ein wenig dauern. Keep Smiling gucke ich mir auch gerade an. Die haben bisher eigentlich auch noch nie gewonnen. Heute. Ich sehe jetzt gerade. Ich werde natürlich jetzt Eventuell, richtig wenn das. Xel'Naga-Core verhauen. So richtig böse. Vermutlich. Oh. Während das andere Team so auch mehr so auch öfter mal in der ersten Runde rausfliegt, aber dann also so geht es ja erst nicht. Manchmal haben sie eine Runde geschafft und sind danach rausgeflogen. Aber das haben die anderen Teams ja auch manchmal, dass sie in der ersten Runde direkt mal auf den Sack bekommen. Ja, das kann schon passieren, das ist wohl wahr. Hast du die Charlie bekommen? Sekunde. Gods of Darkness stimmt leider nicht. Müssen wir von Hand nochmal nachbessern.
Hier, dein Hintergrund wird schon positiv erwähnt kommen. Ist ein Hintergrund. Ja. Ja. Ich bin im Märchenwald. Ja. Zauberwald, Zauberwald, So. ja. Oh, dieses Tool ist so toll, dieses Caster-Tool ist so toll. Da hat er ja jetzt noch nicht aktualisiert, die Match-ID, ne? Stand ja nur Xel'Naga-Code drunter und nicht Keep Smiling. Dann habe ich mir einfach von Keep Smiling den Link genommen und habe da gesagt, ja, das ist das Team und funktioniert. Du Hat hast die sowas ID Tolles genommen, programmiert. oder Ja, du kannst ja jetzt den Link zu dem Team kopieren. Und dann kannst du sagen, Team-ID aus Zwischenablage bei Team 2 einfach. Und dann zieht er sich Aha. da die Daten rüber. Toll, ne? Das ist ja der Hass. Sehr schön. Wer das wohl programmiert hat, was für ein Genie. Das frage ich mich aber auch. So, ja, dann gucken wir mal jetzt, wie es aussieht. Der Raum füllt sich langsam wohl. Ist irgendwie einen lustigen Chat, den man beobachten kann. Als ich raufgeklickt habe, ist das Programm gleich abgestürzt. Nein! Ach, du erzählst doch! Nein, soll ich den Link von Keep Smiley Hast kein Update gemacht. Richtig? Ich habe dir eine E-Mail geschickt. Aber du wirst es Ja, daran lieben. liegt es vermutlich. Du wirst es lieben. Ich habe ja jetzt einen Online-Updater eingebaut. Da musst du gar nichts mehr machen. Musst du nur draufdrücken und dann den Anweisungen Oh, folgen. was? Das ist ja der Hammer. Ja. Du mal in deine E-Mails guckst, dann müsstest du auch den Link finden. Jo, der Raum füllt sich also. Wir haben schon. Aber Quaker ist nicht da, ne? Spielt deutlich mit. So, war nicht schon, er lässt wieder auf sich warten, schätze ich mal. Ah, ne, Stellt mich Peter. normalerweise meinen Raum auf? Ja. Oder immer so spät startet. Das ist jetzt wohl ein anderer. Haben wir auch einen Neuzugang? Zwei sogar. Bei euch? Ja, wie man ja hier sieht, La hier. Latzig und Neven, ne? Richtig, richtig, richtig. Ja? Da sage ich nur. Applaus! Ich war nicht sicher, ob das jetzt Applaus ist oder Toilettenspülung. Nein, das war Applaus. Toilettenspülung, habe ich das auch? Habe ich nicht. Ah. Okay, genug gespielt. Wir gucken mal wieder rein. Es fehlen immer noch eure Leute natürlich. Wir schauen Und wo wollen bei. wir gucken XNC denn zu, oder was? Mal von aus, ne? Machst du das? Und dann auch den Yep. Streamlink am besten gleich rein. Oh Mist, jetzt habe ich natürlich den falschen Link reinkopiert. Du hast doch da einen Button. Wie kann dir denn das passieren? Eben nicht, ich muss ja jetzt erstmal meine E-Mail und so. Schleichwerbung. Weil du mir ja hier nicht einfach den Download-Link schickst. Ah, Schick da mir doch sage mal ich nur einfach den eins. Da Download-Link. sage ich nur. Gleich eins aufs Maul. Ja. Ah, das hörst du, glaube ich, gar nicht. Hast du das gerade gehört? Nee, das ist ja der. Ja, ich habe hier noch so ein Nippler, so ein Nippelboard. Aber leider hört man das dann. Hören das zwar alle anderen, aber du nicht. Ja, das ist der richtige Link. Sorry, I can speak English only. Ah ja.
Weiß schon, die Gegner sind nicht deutsch. Ja, aber der den Raum aufgemacht hat, von daher. An welche E-Mail-Adresse hast du mir jetzt geschickt? Schick mir doch mal einfach den Download-Link, Schätzelein. Zum Dropbox-Account. Wie bitte? Hast du einen Dropbox-Account? Nein, nein. Schlecht. Wo Damit mache ich ist das denn rein? Quark auch eingetroffen. Kannst du auch einfach im Channel reinmachen. Channel. Also. Dankeschön. Twitchel. Nein, oder hier im TS hochladen, meinte Ja, ich habe die MTS. Funktioniert der Link? ich. Jawohl. Sehr gut. Weghoch. Arg. So. Der Tag auf Clan. Okay, Quaker kommt rein, scheint Tag. Und die Gegner verstehen natürlich mit Tag nicht. Denken, Tag, hatte Tag vom Clan. Ja. Ja, das war gar nochmal lustig. Würde ich sagen, switch mal auf Thinkpicking-Anzeige um. Sehen wir auch Xel'Naga als Team, wo wir zuschauen, gegen K-S, also Keep Smiling. Die Gegner, und zwar Tschechen, die uns das Tool anzeigt. Und ja, ich hoffe, dass wir mit Thinkpicking bald anfangen. So, ich glaube, in der Zeit, bis das mal losgeht, kann ich ja noch mal im Twitch-Chat mal ein Ausrufezeichen Nebu machen. Komm, ich mache ein Ausrufezeichen NVA für dich mal. Ui, danke. Ja. So, sehr gut. Ich bin jetzt auf dem neuesten Stand hier, was das Tool betrifft. Und ja, und der Mobot hat auch nochmal gleich von MoreWoT die Links gepostet. Also, auf alle Links, die ihr da irgendwie seht oder gesehen habt oder ein bisschen weiter oben im Twitch-Chat, könnt ihr hochscrollen. Und dann klickt da gerne mal drauf und liked doch mal die ganzen Jungs. Also den Nebo One, den NVA-Wot und den MoreWoT. Und ja, Follow bei Twitch wäre vielleicht auch nicht schlecht. Dann seht ihr immer, wenn wir online gehen. Und ja, ich mache nicht so tolle Werbung wie der liebe Nebu. Aber zumindest kann ich sagen, ich habe es gemacht. Ja, Tankpicking geht jetzt auch schon los. Zweimal T669 in der Seiten Xel'Naga Core, zweimal T1 Seiten Keep Smiling. Ja, da kommen die zweimal T1 von XMC, also bisher alles noch nichts Besonderes. Und 3 IS-3, also zweimal IS-3 wohl bei den Tschechen. Jetzt dauert es wieder.
Jetzt sind sie am Diskutieren. Jedenfalls eben, als ich das Tool gestartet habe und die ID geholt habe, stand XNC gegen XNC. Krass. Aber jetzt habe ich es gemacht hier mit ID und so. Ja, jetzt ist XNC am Zug und Und da kommen wieder nichts. Ja. bisher haben wir ja zwei mittlere 69er bei XNC und zwei Einser. Und bei den anderen sind es halt zwei schwere IS-3 und zwei Einser. Ja, und was sind jetzt die Diskussionen, die die da führen werden? Leicht, mittel oder schwer. Was würdest du sagen als alter XNCler? Ja, nee, das liegt da ja immer noch daran, wer welchen am liebsten fährt und so, muss man ja auch noch sagen. Deswegen. Aber ich würde mal tippen, dass jetzt hier auch mal ein paar schwere kommen. 50, 100. Oder vielleicht noch ein 1390 und 50, 100, irgendwie so. Ja, wir warten mal ab und Kabel weg, das stört ja. Derzeit ja eigentlich mal. Meine Skillbrille aufziehen. Ach, die kennst du, das siehst du jetzt auch gar nicht, ne? Letzten Natürlich. 10 Minuten. Eine Skillbrille. Klingt schon mal vielversprechend. Damit sehe ich so super gut. Alles genau beobachten. Aha. Ja, der Ah. Gegner fragt sich jetzt auch, was bei XNC los ist. Warum herrscht hier komplette Funkstille? Offenbar sind es längere Diskussionen, welchen Oh Panzer mein jetzt Gott, gebraucht wird. XNC. Wie immer. Ja, damals, als du noch dabei warst, hast du ja immer alles hinausgezögert. Das stimmt überhaupt nicht. Ich war derjenige, der immer gedrängt hat. Überhaupt nicht wahr. Ich habe immer gesagt, Leute, das dauert zu lang. Ich erinnere mich sogar, ja. EPS. Ich erinnere mich, ich glaube, das zweite Match war es oder so. Damen. Hier, ich hatte recht. 50, 100, 1390. Ah, Und dann? okay. Da war es so, dass die Caster oder die Admins gestartet haben, ohne dass wir okay gesagt haben. Weil es auch schon da so lange wieder gedauert hatte. EPS-Finals, ja. Und die haben einfach gestartet. Oh, die brauchen wir ewig, egal, go. Ja, so war das mit euch, ey. Aha, ein Drama. Das war doch schön. Ja, also wir haben zwei Leichter am X50-100 und am X1390 auf Seiten X und C. Und dagegen wurde dann nochmal ein T69 und ein AMX50-100 auf Seiten Keep Smiling gepickt. Ein 110er, den wahrscheinlich Quaker fahren wird, nehme ich mal an. Und nochmal AMX50-100 auf Seiten der Tschechen. Hast du den Ganz, ganz 110er schon? genau, ganz genau. Ja, den hatte ich sehr früh eigentlich, gleich direkt, als er da war. So, okay. Und wie findest du den? Ich fand den eigentlich richtig gut, richtig. Also der schießt sehr schnell. Bin ich eigentlich sehr Wie ist denn begeistert da die von. Panzerung bei dem? Ja, auf Panzerung kommt es ja hier eh kaum so an. Also er ist sehr abpraderlastig, sag ich mal. Ja, also Also aber ist nicht so mit eigentlich noch gepanzert wie mit ein der IS-3, oder? schlimmste. Oder doch? Doch, doch, Ja? doch. Ah, okay. Ja. Der Turm, da geht ein bisschen mehr durch. Aber weißt du, beim IS-3 hast du ja vorne immer noch das Problem, dass eventuell, dass du direkt explodierst. Vorne? Wenn du Pech hast. Auf Ja, deiner weil du von Seite. vorne das Munilager treffen kannst. Nee, auch von vorne. Das ist ja das Drama bei den Panzern. Es passiert ja relativ selten, ne? Also beim Ja. IS-3 gab es Aber es ist Zeiten. in jedem Falle ärgerlich, sag ich mal, wenn du jetzt zum Beispiel schon eine kaputte Kette hattest. Und du wirst von vorne da getroffen. Und selbst wenn du nicht explodierst und dein Munilager kaputt ist, der Bock, der schießt eh schon übelst langsam, die IS-3. Und dann schießt der noch viel langsamer, dann ist das schon sehr räudig, sag ich mal. Ja. Der Nebo war so begeistert von dem ganz neuen, ne? Dieser super flache Panzer da. Ich glaube, das war Ja, auch ein Chinese, nee. ne? Nee, das war der neue russische mittlere Objekt, irgendwas hieß der. Ja, Ja, Objekt, letztes genau. Mal haben wir den das erste Mal rumfahren sehen. Aber ehrlich gesagt, also findest du, dass der gut aussieht, weil er so flach ist, oder wie? Ja, doch gut aussehen und so tut er so. Aber ob er das nachher wirklich ist,
Ich denke eher. Das sieht aus wie hingekackt und hingeschissen. Wenig aus, halt. Russische Arbeit halt. Jetzt hast du mitten in meinen Nippelsatz reingesprochen. Also, du konntest es leider nicht hören. Warte, ich mach's nochmal für die, die es nicht mitbekommen haben. Das sieht aus wie hingekackt und hingeschissen. Auch für dich nochmal. Das sieht aus wie hingekackt und hingeschissen. Und wieso höre ich das nicht? Nee, dieses Nippelboard, was ich damals, das habe ich auch mal so vor ein paar Jahren programmiert, das spielt einfach nur Sounds ab. Und das hört zwar ich, das hören auch die Zuschauer, aber das geht nicht ins Mikro rein, sodass du es hörst. Ach so. Ja, aber da habe ich mir auch schon überlegt, ob ich das irgendwie noch ändern kann, dass das vielleicht irgendwie ein... Vielleicht programmiere ich dann mal um. Genau. Sind wir durch? Ja. Haben wir den Streamlink schon mal gepostet? Ja, ne? Nee, haben wir nicht. Haben wir, wir machen es einfach nochmal. Ja, mach nochmal. Und schreiben wir auch direkt noch, dass wir bereit sind, ja. Ja, super. Und dann sollte es eigentlich auch bald mal losgehen. Vielleicht, eventuell. Starten. Unglaublich. Dann geht's direkt mal in-game. So, und als Aufstellung jetzt nochmal die Ansage auf Seiten. Bei ESNC haben wir dort ein 1110, ein 5000, 2960er, ein 1390 und 2T1. Und auf Seiten von Keep Smiling, den Tschechen, haben X5100 zweimal, IS3 zweimal der T69 mit 2T1 an. Jawohl. Doch schon etwas unterschiedliche Aufstellungen. XNC führt nur zwei schwere Panzer, zwei mittlere und einen leichten in den Kampf. Während der Gegner komplett auf schwere mit einem mittleren steht. Also wenn wir jetzt mal die Einser außen vor lassen. Ja. Korrekt. So, welche Aufstellung werden wir sehen? Lieber Quaker? Wir werden jetzt sehen, wie Böwig gleich direkt in die Mitte fährt, glaube ich. Sehen wir hier schon. Quaker, der zielt da oben jetzt, sieht man ja. Ja, was sehen wir da noch? Zwei fahren ins obere Gebirge. Auch schief. Also hier ist die Hoffnung, dass sie jetzt in der Mitte was entdecken, was ich für sehr unwahrscheinlich. Wenn, dann könnte da irgendwann mal der 69er auftauchen. Aber das ja, glaube ich nicht. Bisher noch ruhig. Ja, da könnte er jetzt theoretisch sogar schon reinfahren und da so ein bisschen scouten. Mal, weißt du noch, wie die Tastenkombination war, um die Kamera zu lösen? Nein. Der Emrich weiß das, können wir ihn gleich mal fragen, wenn wir hier durch sind. Ich habe es irgendwo noch in der E-Mail stehen, müsste ich nachher mal nachgucken. Evo ist ja so ein Verpöner davon, aber ich finde das immer ganz cool. So, Psycho vorneweg im Gebirge und ja, Scout-Position, genau wie Böwig. M-Rage im Bananengang oder Richtung Bananengang am Scouten und bisher noch keinen Feindkontakt. Also unten so ein bisschen unteres Gebirge. Jetzt zieht Quicker und Schief auch mit ins obere Gebirge, so wie es aussieht. Ja, Schiefe fährt hoch und oh. Böwig klärt in der Mitte einen Einser auf. Und wird selbst natürlich auch aufklären. Ja, aber ist gleich zurückgefahren. Macht. Da bei Emrich ja auch noch nichts passiert ist, würde ich mal tippen, dass der Gegner ebenfalls im Gebirge ist. Halt so auf H1, H2, H3. Mhm. Dass sie da defensiv stehen. Und wie gesagt, das ist auch übel. Es sind viele schwere Panzer, sag ich mal. Da jetzt reinrennen mit den mittleren. Das kann böse werden. Also zu dritt jedenfalls nicht, aber es könnte so sein, dass Böwig nämlich jetzt verschiebt. Ja, das tut ja. Er auch. Und sie wollen alle durchs Gebirge, denn offenbar. Das könnte klappen natürlich mit den Autoloadern. Ja, aber es wird wie gesagt nicht leicht. Die anderen haben nicht umsonst schwere Panzer genommen. Weißt du, die IS-3, die machen Schaden ohne Ende. Die 5000 stecken so ein bisschen nach mit dem Magazin. Okay, also Böwig kommt jetzt unten bei BVB Power an. Rüst in diesem Moment mir auch mal zu BVB Power und er geht weiter vor. BVB Power geht weiter vor, aber sieht immer noch nichts. Oh, hinten gibt es einen T1. Geschossen.
T1-Gefecht, aber wir bleiben mal im Gebirge. Da geht's weiter voran. PvP Power. Jetzt ziehen Psycho, Quaker und Schiffi nach. Weg scoutet unten. Der eine ist auch schon fast raus da drüben, da wo gekämpft wird. Ganzen hat er noch. So, jetzt wollen sie sich hier aufteilen. Offenbar die Auto, die Magazinleute unten lang und die. Ne, stimmt gar nicht. Oben haben wir auch welche. Ebenfalls drei oben, zwei unten lang. Kann da jetzt übel werden. Vor allem die unten. Wenn die jetzt losfahren und bei der Hälfte feststellen, dass da vorne alle fünf stehen, dann kommst du da auch nicht mehr weg. Das ist voll eklig. Deswegen lassen sie jetzt erstmal die oben weiterfahren. Na, jetzt kommen sie auch unten. Ja, schon fast zu früh, ne? Also recht riskant. Ja, das, sie stellen sich rechts die Seite. Das heißt, da können sie noch defensiv bleiben. Chiefy vorne weg, aber sie sehen immer noch nichts. Also sie müssen sehr, sehr defensiv stehen. Ja, wie ich schon meinte. Die H-Linie komplett. Also können da unten noch hinter der Ecke sein. Bewegt fährt ja noch so ein bisschen rechts. Und oben auch. Da ist eigentlich so die übliche Position, wo oft gelauert wird. Was? Aber jetzt sieht es nicht so aus. Aha, also können sie jetzt hier vorrücken. Dann sind sie halt wohl doch noch bei der Basis irgendwie oder so. Also durch den Gang rechts, die Achterschiene, können sie ja nicht gekommen sein. Da steht ja noch Emrech. Also, aber wo kann man sich denn bei der Basis vernünftig aufstellen? Also das finde ich jetzt irgendwie seltsam. Eigentlich nicht so vernünftig, ja. Die warten ja, das ist sehr seltsam. Da, Kontakt. Sache. Gut, aber die können sich ja hier super postieren, also X und C. Ja, ja. Aha, da ist ein IS-3 unten. Der ist ja ziemlich alleine. Das heißt, wenn sie jetzt auf die oberen warten, hier auf Chief und Quaker, könnte das böse für den IS-3 den Gegner schon werden. Da gab es schon erste Schüsse auf den Alex 5100. Wird oben jetzt als erst fokussiert. Aber ja. Ist nicht sicher, ob der IS-3 da alleine ist. Da könnte auch noch einer sein. Ja, aber sie sind trotzdem in der Überzahl. Ja gut, die Hälfte vom AMX 5100, diesem Ferry, ist schon mal weg. Die Hälfte da, oh, da stehen zwei T1er. Und die T1er stehen da zusammen, auch ungewöhnlich. Oh, und Böwig verschießt. Direkt. Und der zweite? Oh, und verschießt nochmal. Hat 11 Schaden genommen von dem zweiten Traktor. Ach Gott, wenn Chief jetzt hier gleich den ersten 5100 rausnimmt, der hat jetzt noch mit 16 überlebt. Quaker kann da nicht schießen. Was macht der? Böwig hat wieder verschossen. Ah, da ja. Ja, Quaker nimmt somit den ersten Achter auf Seiten Gibbs Meiling raus. Ah, Mensch, Böwig. Da kriegt er aber ganz schön Asche her. Nur für den T1. Aber den hat er rausgenommen. Ja, aber der T69 hat auch nochmal ein bisschen was abgekriegt. Guck mal. Psycho auf Tauchstation hier. Nee. Oh je. Ah, da wollte auch eine kleine Panzerwäsche machen. Wie gesagt, der Vorteil ist jetzt für XNC bereits da, der Sieg von den Punkten her. Wenn sie drücken jetzt noch weiter, müssten sie aber gar nicht. Aber um das Spiel doch vor Ablauf der Zeit zu beenden, wird wohl halt doch noch angegriffen. Da ist der nächste 5100, der versteckt sich jetzt hinter dem Wrack seines Kollegen von eben. Der IS-3 hier ist offenbar doch alleine. Der kriegt jetzt hier von Zwon. Den holen sie sich jetzt hier, Chief und Beta. Ja. Quaker wieder riskiert wieder zu viel. Liegt auch nebenbei ganz schön Schaden. Aber den IS-3 haben sie erstmal unten rausgeholt. Ja, das ist Quaker. Ja, das ist, ja genau. Immer, und jetzt fährt er nochmal vor. Jetzt wird er bestimmt gleich noch einen reinkriegen, oder? Ja? Oh, da hat er Glück gehabt. Knapp vorbei. Jetzt rückt BVB auch vor. Oh ja, und Psycho von oben. Ach, guck mal, was Psycho für eine perfekte Position da genommen hat. Oha, wer nimmt denn da jetzt ein? Wie kommt denn der da hin? Oh, ich hab's gar nicht gepeilt, da stand doch eigentlich Emrech. Aber eigentlich aber Psycho gut. Zurückfahren. Böwig ist aber hinten, schießt drauf. Da muss erstmal nachladen. Psycho kann ja genau, der kann auch noch aus dem Kloster heraus. Eventuell ihn treffen. Und BVB und Schief jetzt hier den letzten rausnehmen. Ja, also relativ sichere Sache. Ja, muss man ein Panzer sagen, verloren auf Seiten X und C. Und noch ein Schuss, dann dürfte er raus sein.
So, jetzt muss er nachladen. Psycho, Böwig vielleicht. Wie sieht's bei dir aus? Böwig, Schuss Böwig daneben. Hat nachgeladen. Ja. Also Böwig hat hier schon nochmal daneben. Wo River einschießt. Böwig mit seiner 50% gesagt. Oh nein! Emrich ist noch gestorben hier. Oh. Was ist denn da los? Ich glaube nicht, was der da macht. Böwig hat die falsche Besatzung reingesetzt. Die arbeiten wie eine 50% Crew. Das müssen wir jetzt nochmal analysieren hier. Ich würde sagen, in diesem Falle, ne, wenn ein deutsches Team gewonnen hat, machen wir nämlich hier nochmal den. Jetzt mal kurz leise sein. Bitte. Ich liebe Deutschland. Ich liebe Deutschland. Ich liebe was? Runden Dölz, in diesem Falle Quäker, ging das so lange gerade, der Einspieler, okay? Ja, da ging so lange. Und bei Böwig hat mich jetzt auch interessiert, 17 abgefeuerte Schüsse, 12-mal getroffen. Gucken wir auch nochmal drauf. Ja, Rundendölz, der Quaker, das ist, da wird er sich wieder was drauf einbilden. Okay. Ja, mit viel Glück. Mit viel Glück. Genau, richtig. Ja, super. Geht's jetzt? Wo gehen wir denn jetzt hin? Dem deutschen Team. Und ja, ich aktualisiere mal den Baum, den Turnierbaum. Sehe. In Runde 2. Wurde Bortes? Ja, wir wollten ja mal neuere Teams nehmen oder so, ne? Sagte Mebu immer. Was haben wir denn so Neueres? Securitas. Gegen GF Gaming. Ja, das könnte gemetzelt werden. Na, ist schon vorbei. ONS ist nicht neu. Die sind nicht neu. Ah. Dann sind schon raus. Aussieht. Ja, das wird natürlich schwierig jetzt hier, also mit neuen deutschen Teams, sag ich mal, gibt's die gar keine mehr, ne? Ja, die meisten sind schon raus. Phoenix ist weiter. Ja. Gegen die Pokémons und Gods of Darkness. Die spielen wohl gerade gegen SD Lami. NS. Vielleicht bei, ja. Oder hat auch gewonnen. Kommen wir bei ONS noch rein, keine Ahnung, mal gucken. Oh, Hobus hat den UVWOT verschlafen. Nein! War wohl der wild gestern. Aber das kenne ich. Und mich rufen sie immer noch an hier. 5 vor 2. Es geht los. Ich guck mal, ob wir bei ONS noch reinkommen, ja? Ja. Kontakt. Fragen wir mal den. Mit Crankbrett. Der noch da ist. Uhu. Schon gestartet. Ansonsten, wenn ihr spielen solltet, könnt ihr uns auch gerne Einladungen einfach schicken. Vielleicht passt es sogar gerade. Der Russe da geschrieben. Wollen wir das mal übersetzen? Ist das bestimmt wieder eine irgendwas. Ja. freundliches. Schönes. Bestimmt Zauberwahl, Zauberwahl. Stimmt. Das könnte sein. Enrich meldet sich gerade Feststelltaste und F3. Oder so. Musste mal ein bisschen rumdrücken. stimmt. Feststelltaste und ich glaube 7 oder so. Oder F3? Ja, irgendwie sowas. Muss ich gleich mal ausprobieren. Übersetzer. Ich will jetzt mal gucken, was der geschrieben hat. Oh.
Ah ja, stimmt, ja, der ist mir mal geschrieben. Feststelltaste plus F3 ist freie Also, Kamera. es war wie erwartet. Ich lösche das mal lieber. Ach ja, die Hör zu Russen. Hier. Ach, die Russen. Eieieiei. Boom. Feststelltaste plus F3, freie Kamera. Mit den Tasten 1 bis 0 kannst du die Empfindlichkeit einstellen. 0 am schnellsten, 1 am langsamsten und mit P okay. kannst du eine weiche Kamera bekommen. Keine Ahnung. Feststelltaste und was? F3 sagtest du? Ja. Der Emret, der weiß aber was. Ja, da haben wir eine Antwort. Also die schreiben, sie sind durch. Von ONS. Das können die Zuschauer übrigens auch ausprobieren. Wir haben ja in unserer Replay-Sektion könnt ihr die Replays von uns runterladen, von dem Observer-Account, und da könnt ihr dann auch die freie Kamera benutzen. Genau. Wir können aber trotzdem rein, weil die hätten eigentlich einen Gegner. Entweder, ich weiß zwar nicht, könnte man dann die Screenshots erkennen. Snowy Weather oder Shadows Esports. Okay. Die haben gewonnen. Und wer sind die? Ja. Weil. Ja. Shadows Esports. Die können es nicht eintragen. Boah, die spielen ja jetzt gegen Shadow Esports, das heißt, da könnten wir zugucken. Ich sehe auch als nächste Karte kommt Himmelsdorf dann. Haben wir letztes Mal vermisst. Ich weiß, was keiner gesagt hat hier irgendwas über die Kameraqualität und so, also die Streamqualität. Die müssten ein bisschen schlechter sein als von Nebu, auch nicht zu sehr. Aber ihr könnt ja mal was schreiben, ob das man überhaupt im Spiel was erkennt. Schreiben wir immer mal von den Gegnern jetzt hier an. Da scheint keiner da zu sein. Keiner. Schauen wir den mal an hier. Nein, ich habe einen Bug gefunden. Ja, ich habe mir das gerade mal angeguckt. Geht aber die Qualität. Ja? Aber beim Namenlesen hat man schon so. Muss man schon zweimal angucken, sag ich mal. Aber eigentlich kann man alles erkennen. Okay. Also die Panzer und so. Ja, ich habe wieder einen Bug gefunden. Unserem Caster-Tool, aber aus dem Backoffice-Bereich. Und wo ist der Update-Button? Das
Sehr gut, so kannst du die Probleme immer gleich direkt beheben. Dir eine Liste machen. Oh, ich habe dir jetzt gerade nicht zugehört, weil ich hier im Schreiben war. Ich habe hier geschrieben, manchmal, aber er hat es verstanden wohl. Also theoretisch hoffe ich, dass der uns jetzt invited. Sehr gut. Oh, ja. Toll, das hat funktioniert. Oh, sehr schön. Bin auch schon ein paar im Raum. Und dann wollen wir ja zu ONS. Das heißt. Schreib ihm doch mal bitte, dass er mich auch einladen soll. Die schaffen das nicht, dass das nicht EWCA. Ah. Die wollen wcg.de ops 2 einladen, anstatt 1. Ja, ja, ja. Anstatt ESL, so. Ja, das ist ja heute auch verwirrend. Das war sonst immer leicht, ey. Ja, das stimmt, leider. So, wo sind wir jetzt? ONS, sagst du? Genau. Switch us to ONS. Okay. Bist du ja Einladung? Ja, du bist drin. Sehr gut. Ja. Die sind auch schon auf Himmelsdorf, ja? Da sind wir jetzt schon in Runde 64, ne? Ja. Die sind. Jede Runde. Also alle, die sich bis hierher durchgekämpft haben, sind bereits in den Goldpreisen. Waren auch bei den untersten, aber gibt schon mal ein bisschen was. Viele Teilnehmer haben wir dieses Mal. Waren irgendwas so um die 190, glaube ich. Ne? Sind ja wieder weniger geworden. Ja, ja. Ja, vielleicht war wieder irgendein Event oder so, keine Ahnung. Okay, ich habe auch die Match-ID schon mal rausgesucht und gesendet. Musste wieder von Hand laden, das zweite ergänzen. Die, welche waren es jetzt? Shadow Esports sowieso. Okay. Also wenn ich auf Daten vom Backoffice holen klicke, dann steht bei mir XNC gegen XNC. Oh, jetzt auf einmal ONS gegen XNC. Ja, genau. Ist richtig. Also nicht XNC, sondern da musst du halt das zweite jetzt ergänzen mit der anderen Team-ID. Passt das. Oh. Ja, es wird noch drüber diskutiert, welche Seite wer jetzt nimmt. Und ONS nimmt den südlichen Spawn. Und das Tankpicking geht auch los. Ich schalte mal eben auch um. Tankpicking. Und wir sehen erstmal die T1. Jeder wählt zwei T1er, ganz normal. Dann OMC, ONS, IS3 und der AMX 50-100. Und dasselbe auch auf Seiten der
Shadow Esports Tschechen? Tschechen jetzt wieder? Ja, Tschechen. Ja, auf der Karte tendieren die meisten ja eigentlich komplett zu schweren Panzern. Manchmal kommt noch ein mittlerer 69er Map, aber eigentlich braucht man keine leichten und mittleren. Also was man so auf Himmelsdorf eigentlich nie sieht, ist sowas wie ein AMX 1390 oder so, ne? Ich glaube, das ist ja eher so eine Fehlentscheidung. Kann man nicht sagen, aber kam schon mal vor, aber ja, ich glaube, die haben jedes Mal verloren, wenn sie den genommen haben. Ja. Das ist halt irgendwie ein Schuss weniger, was der schon verträgt. Ja, und dann hat man ja eben auch gesehen, der ist nicht sehr genau. Mhm. Da hat Böwig eben sehr schön demonstriert. Und der macht auch weniger Schaden. Ja. Vermutlich die falsche Besatzung reingesetzt. Chinesische Crew, aber nein, das geht ja nicht. Aber das ist nicht aus dem schweren Panzer oder so. Böwig hat es hinbekommen. Wie auch immer er es geschafft hat. Die haben wahrscheinlich das Zielfernrohr nicht gefunden. Oder das Zielfernrohr war zu rund, nicht eckig genug. Oh Mann. Ja, 50, 100, 50, 100, jede Menge 50, 100 sehen wir. Ich glaube, das ist so der meistgewählte Panzer auf Himmelsdorf. AMX 50, 100, weil er eben relativ agil ist, Autoloader ist, gut Schaden macht. Und, ja, komischerweise kein T69 hier gesehen bisher, ne? Ja, wie gesagt, das kommt auch nicht oft vor. Also finde ich auch eigentlich, muss nicht. Weil der macht ja auch weniger Schaden und so. Und so, einmal den Streamlink noch. Schwere Panzer sind top. Einmal den Streamlink noch, ich weiß, du hast ihn schon gepostet, aber nochmal. Jo. Und dann warten wir jetzt nur noch auf Shadows Esports. Warte. So, ich habe gerade gesehen, dass hier noch, dass die Enten schon ausgeschieden sind gegen ein spanisches Team in der zweiten Runde. Ne, sowas. Oh je. Können wir hoffen, dass heute die Deutschen mal ein bisschen weiterkommen. Bis ins Finale. Wir haben ja gesehen, auch ein Virtus Pro ist nicht unbesiegbar. Ja? Wie uns die War Dogs ja bewiesen haben. Vor. Auch ein Team Dignitas ist nicht unbesiegbar. Also diesmal ist es einfacher. Wir haben hier, die Aufstellung ist in diesem Falle bei beiden Teams identisch. Mit 3 50-100, 2 ES3 und 2 T1 Cunningham. Ja, auf beiden Seiten. Und klassische Aufstellung, T69 fehlt zwar, der ab und zu noch genommen wird, aber ja. Der 110er wird auch wieder ein bisschen weniger genauer, das Gefühl, ne? Ja. Leider. Ich mag den. Aber ja, der ES3 hat halt diesen übelsten, dass er so viel Schaden macht, weißt du? Und das in Kombination mit den 50-100. Also, die Tastenkombination hat schon funktioniert, M-Rage, vielen Dank dafür. Ja, da sehen wir ganz gut. Alles verlagert sich hier Richtung Bananengang. Ja, ungewöhnlich, wie ich finde. Ja, nur ein kleiner Scout am Bana unten. Auch hier, wo sie diese Schrägstraße hier stehen, die beiden 50-100 auch sehr ungewöhnlich. Man will den Gegner wohl erstmal anlocken. Ja, Krenk hat schon mal einen aufgedeckt, und zwar den Zaida, der IS-3 am Bananengang. Und ansonsten noch nichts entdeckt, aber wie auch, ist ja klar, wir gucken ja halt nur beim Bananengang. Der Jaden, Jaden fährt einsam und verlassen erstmal hier die Residenz hoch. Und vermutlich wird er auch auf den Traktor oder so treffen, gehe ich mal von aus. Wenn Pütz noch keinen Kontakt am Bahnhof hatte. Weil hier oben beim Schloss könnte gleich ein Einser-Duell entstehen. Genau. Aber nein, das ist kein Schloss. Zurück. Oder?
War das jetzt Natürlich. nee, keine Burg, kein Schloss? Irgendwas ist es Das nicht. ist ein Schloss. Wir haben uns darauf geeinigt, dass es die Residenz ist. Haben wir nicht. Also zumindest hat das Ich habe Melli mal gesagt. Oh. nur kurz mal geschwiegen. Aber als ich dann in der deutschen Beschreibung gesehen habe, der Kampf beim Schlossberg, steht in der Beschreibung der Karte. Und wenn das Aha. ein Schlossberg ist, dann muss das ja auch ein Schloss sein da oben drauf. Ja, von mir aus. Ja, Jane hat jedenfalls hier mal ein bisschen auszeigen können. Ja, der ist ja deutlich im Vorteil, muss man sagen. Sonst passiert hier nicht so viel. Das ist die interessanteste Stelle. Da gibt ein kleines SOS Wo will raus. Tank er hin? Verdächtig. Hat der vor hier der ES3? Der fährt hier nach hinten irgendwie weg. Irgendwas signalisiert gerade Jane da oben. Was da, ist denn da? jetzt. Oh! Spitzer Kontakt da. Am Bahnhof rücken sie zu viert vor. Aha. So, da wird natürlich jetzt schnellstens neu postiert. Und ja, die werden sie da wohl schon passend in Empfang nehmen. Aber sie tasten sich da vorsichtig vor. Sie merken, sie sind aufgeklärt von Bits. Ja, sie sehen natürlich den Bits nicht. Aber wissen nicht warum, ja, genau. Und da ist auch der fünfte, also die sind alle hier. Und auch ein Traktor, der wird das jetzt aber gleich merken. Die neunte Kompanie kommt da, im Traktor angefahren. Und der wird gleich Kontakt haben. Aber jetzt. Hol ihn raus. Nein! Schade, aber da kommen die Schüsse her. Von allen Seiten. Bam, bam. Ja. So, jetzt zählt Krenk auch durch den Bananengang alleine. Will da flankieren. Ja, wir haben den Sichtkontakt verloren. Was machen die jetzt? Vielleicht ziehen sie sich sogar. Oh, sie planen hier einen Gegenangriff durch den Bananengang, eventuell gleich Richtung Cap. Ja, das könnte aber gefährlich werden. Also, sie könnten schneller beim Cap sein. Ja, muss aber nur einmal unterbrochen werden. Nein, das ist natürlich riskant. Ja, dafür bleibt Tank zurück, um den eigenen Cap zu unterbrechen. Ja doch, das könnte was werden. Ich glaube, dass... Was sei denn, die haben sich jetzt zurückgezogen am Bahnhof, aber das glaube ich irgendwie nicht. Der 1 da oben hat aufgedeckt. Jaden fährt Somit jetzt aber sind auch sie jetzt runter. Zu dritt im Kreis. So, jetzt müssen die anderen zurückkommen. Das wird eng. Das wird sehr eng. Ja, oder sie nehmen einen und schicken nur einen zurück zum Unterbrechen. Aber das könnte natürlich jetzt wirklich klappen mit diesen 20 Sekunden. Ja. Da, 50-100 ist da. Und der 1500 fährt auch direkt aus dem Kreis raus, hat damit auch ein paar Cap-Punkte abgegeben. Um aber hier zu blockieren, damit der 50-100 nicht weiter neutralisieren kann. Ja. Aber hier Krenk lässt sich nochmal erwischen. Krenk fuhr nochmal vor, jetzt wird's aber macht die nochmal Sache nochmal spannend, ja. So unnötig, er hätte hinbleiben können. Scheiße, das ist ein Unentschieden. Wenn der jetzt sogar nochmal durchkommt. Warum fährt er vor? Warum fährt Krenk? Ja, das ist. Das ist ein Unentschieden. Ja, also das war jetzt, wie gesagt, wenn Krenk da nicht noch um die Ecke geluckt hätte und noch versucht hätte, einen Treffer zu setzen, wäre die Sache jetzt hier bereits entschieden gewesen. Richtig. So das haben war wir ein total unnötig. Unentschieden. Das war und, total. Nein, Ohren ist raus. Stimmt. Die haben den Panzer noch verloren. Ohren ist verliert, weil die anderen jetzt ja einen. Mehr haben und auch noch einen Traktor, also 9 Punkte mehr haben. Oh je, da wird das ist ja sich, glaube ich, ärgern. Ja, das kann man wohl so sagen. Ja, da muss man sagen, das war keine gute Entscheidung von Krenk, da nochmal vorzufahren. Der hätte hinten bleiben müssen. Das ist ärgerlich. Ja. Ja, schade, ONS in dem Falle raus. Sah am Anfang gut aus. Muss man sagen, ja. Also als sie durch den Bananengang Richtung Kreis gefahren sind, sah das sehr, sehr gut aus. Und sie haben auch noch ein paar Punkte verloren, dadurch, dass der 50-100 rausgefahren ist und da blockiert hat, was aber im Endeffekt eine gute Sache war und was auch funktioniert hätte. Ja. Wie gesagt, wenn nicht dieser eine Treffer auf den ES3 dann noch gekommen wäre. ESL Caster Decide, als ob wir da irgendwas sagen werden, mit Sicherheit nicht. Naja, also die streiten sich gerade noch darum, ob es jetzt eben ein Tor ist oder nicht. Krank kennt wohl die Regel oder steht... Gerade die Regel nicht so ganz, dass das ja, kein Tor ich glaub, ist. Ja, das ist noch der Schock,
weil sie den Panzer so verloren haben. Aber wenn sie mal auf die Punkte achten, also die 8-Punkte-Regel ist ja nicht neu. Nee. Gut, dann suchen wir uns direkt mal die nächsten. Richtig. Na, guck mal. Guck mal, meine Maus hier verflixt. Also. Also. Was haben wir denn? Erste, du habt noch drin. Phoenix. Gods of Darkness. Aber die haben wir schon gesehen. Horde? Horde müsste wahrscheinlich jetzt hier. Gegen FGF Gaming ist die Frage, ob sie die packen. Destiny da Way. Ist da schon was. Da ist schon irgendwas hochgeladen bei Horde. Personal Team. Gewonnen. Hat da schon irgendeiner hochgeladen. Wer ist das? Egal. Kennst du das Team Noir? Also N-O-I-R? Nicht so richtig, hatte ich vorhin auch schon geguckt. Ja, da könnten wir jetzt mal zugucken. Wenn die nicht schon gestartet haben. Aber gucken wir mal. Gucken wir mal, ob wir da noch jemanden erreichen. Kopfkante. Die sind heute das erste Mal dabei. Vermutlich kenne ich sie deswegen nicht. Ja, wie gesagt, die sind das erste Mal dabei und haben gerade ihre erste Runde gewonnen. Aber die Spieler kennt man ja hier durchaus. Die haben sich wohl aus anderen Teams zusammengewürfelt. Aber das Team wurde neu gegründet hier. Ja, ich habe mal angeschrieben in Abtropfkante, aber es gibt dann noch keine Antwort. Eventuell müssen wir uns nach einer Alternativen umsehen. Wusa guckt man ja auch immer ganz gerne zu. Oder ja. A, Disrupted Wolfpack gegen OM Injection. Oh ja, das ist ja ein deutscher, das wäre perfekt, ja. Mal gucken. Wollen da jemanden erreichen? Ach, super, ja, wir kommen rein. Juhu, 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 juhu. Sehr schön, wie du das organisiert hast. Mein Traum. Hier übrigens, lest dir mal nochmal bitte die Beschreibung. Hast du Deutsch installiert, das Spiel? Warte mal, jetzt melden sich gerade auch die anderen. Ja, ich hab's auf Deutsch installiert. Ja, unter Himmelsdorf in der Beschreibung steht Schlossberg. Also haben wir das ein für alle Mal geklärt. Echt? Aber Schlossberg, ja, ich werde Nebo mal fragen, was er davon hält. Er meint einen Übersetzungsfehler. Von den Russen. Das könnte natürlich sein. Gegen Ehe und Glück schreiben die, ist ja gemein. So, jetzt habe ich hier Einladung von. Wo bist du jetzt reingegangen? Noch nirgendwo. Ja, OM Injection. OM Injection ich, gegen. Ich gehe mal vor und scoute. Ja, genau, ja. Gegen. Sehr gut. Passt. So. Jetzt suchst du aus, wo wir zugucken? Keine Ahnung. Also, eine Münze, schneller. Wahrscheinlich, ist die Frage, also wahrscheinlich wird
Boom Injection gehe ich mal davon aus, dass die ein bisschen stärker sind. Weil die Frage, ob wir da zuschauen wollen und die gewinnen oder. Ja, gut, Himmelsdorf weiß man aber auch nicht. Tja, keine Ahnung. Gut, vielleicht gewinne ich auch Dings. Gut, also wenn du OM sagst, gucken wir bei OM zu, dann schreibe ich denen das mal. Ja, okay, mach das. Und jetzt Streamlink nicht vergessen. Oh, jetzt fusche ich hier in die Panzerwehr rein, die geht nämlich bereits los. Streamlink mache ich gleich. Damit wir den Überblick behalten. Okay. Und die Matcher, die habe ich gesendet. Kannst du die abholen? Sehr gut. Wir machen mal einen Wechsel auf. Ja, jetzt haben wir hier die Panzerwahl. Hat eigentlich schon begonnen. Wie gesagt, ich wollte hier eigentlich gar nicht so viel reinspammen, aber sie schreiben jetzt hier auch Sachen. Stomper hat den Reigen eröffnet mit 2x ES3. Die anderen haben mit 5100 gekontert, glaube ich. Da fehlt noch einer irgendwie. Okay. Sind wir schon im richtigen Team? Ja, sind wir. Du. Ich schreibe Ihnen das mal. Momentan tut sich nichts, keiner schreibt was. Passt gerade so ein bisschen. Hast du es gehört? Nein. Oh. Ja, Katzenzaun abgespielt immer. Ja, jetzt geht's weiter. Wir haben 5000 auf Seiten. Ja, nee, die Panzerwahl ist schon durch, deswegen haben die nur eingewählt zum Schluss. Ein Fehler. Was schreibt ihr dann nach mit den 5000? Ja, das hat er nochmal wiederholt, weil ich geschrieben habe, die müssen 2 Panzer wählen. Ach so. Das war das Ende der Panzerwahl von daher. Ja. Alles klar, alles gut. Was? Stürmer schreibt falscher Pick? Was jetzt? Ja, vielleicht fangen wir doch nochmal mit der Panzerwahl an. Oh, Komplikationen ohne Ende. Ah, da fällt mir wieder was zu ein. Leck mich im Arsch! Verdammt. Das ist total blöd, dass du das gar nicht hörst, was ich hier so abspiele. Dann musst du das mal fix umprogrammieren nachher während der Werbung. Ja, in der Werbung, war ich schnell. Na los. Okay, also Stommer will nur den letzten Pick ändern. Was? Los, setz vorstellen. Ganz verstehe ich es noch nicht. Er meint, dass der ES3 so seine Fähigkeit Feuersturm einsetzt. Die ist sehr gut. Okay, aber er darf es wohl ändern, den letzten Pick. Und sie sind nett zueinander, ja. Das ist sportliches Verhalten. Ja. Das sollte sein. Welchen haben sie jetzt rausgewählt?
Hast du das überhaupt mitbekommen? Also welchen die jetzt nicht haben wollten? Nee, keine Ahnung. Ich glaube, das muss dieser. Die Panzer war ja eh irgendwie gar nicht mitbekommen, nur die letzten. Aber es sieht schon recht ähnlich hier aus, glaube ich. Ich hab den. Oh, nee, wir sehen hier einen 1100. Guck mal. Der Arms. So, Ich glaube, den 5000 ersetzen soll ich den IS-3, so wie ich es verstanden habe. Mal sehen, was der Chief Master jetzt nimmt. Schätzen wir auch einen IS-3 oder so. Sonst so. Oh, Krenk ist jetzt ganz böse auf mich, weil wir ihn so ein bisschen sogar ja, kritisiert haben, dass der vorgefahren ist und nochmal schießen konnten. Und er hat geschrieben, weil er auf mich wirken konnte, also überlegen, Krumm. Ja, ja, jetzt lynch mich bitte nicht. Das ist von außen. Das, ja, ja, ja. Nein, wir wollen jetzt hier keine einzelnen. Das ist ja sowieso ein Spiel. Jetzt ist er böse auf mich. Also wenn man spielt, ist es natürlich immer noch mal was anderes, als wenn man zuguckt. Aber für uns sah es halt so aus, als ob du ja einfach hättest weiter zurückfahren können. Und ja, das kann sein, dass tausendfach Entschuldigung und sorry, Krenk, du hast das bestimmt nicht falsch gemacht. Das war jetzt von uns einfach anders gesehen. Auch wenn du jetzt böse auf mich bist. Ja, es kann sein, dass er auch durchs Fenster noch hätte beschossen werden können, wie gesagt, das stimmt schon. Ja, die richtig, gucken also von oben zu und wenn du aus der Ego-Shooter, da siehst du halt noch mehr, so ein bisschen, das ist wohl wahr. Ja, aber das wir nicht hundertprozentig halt beurteilen, oben. Das ist wohl wahr. Also, Tankpicking ist jetzt doch durch, ich habe jetzt auch umgeschaltet und sag einfach mal an. Bei UM haben wir da einen 110, 350, 100, ein IS-3 und 2 T1 Kanäle. Jawohl, und aus Seiten von OM Injection, Injection hast du ja gesagt, Disrupted genau. Wolfpack, sorry, AMX 50-100, zweimal und drei IS-3 mit den 2T1 an. Ja, mehr schwere, so wie ich das erkenne, oder? Ja, mehr schwere Panzer auf Seiten Disrupted. Das sind alle schwere Panzer, außer die 1er. 50-100 ist doch kein schwerer. Doch. Ist er zu schwer? Echt? Ja, offiziell schon. Welche auch Wissenslücke? Wenn er eigentlich nicht wirklich von der Panzerung ein schwerer Panzer ist, aber er zählt theoretisch dazu. Okay, gut, mein Fehler. Und vom aber Schaden er ist, her nicht, ist es auch so. Er ist halt nicht so gepanzert wie ein schwerer, ja, wenn man das so sagen kann. Das wollte ich damit ausdrücken. Also wir haben bessere Panzerung. Das ist aber. Das ist hier richtig geil, wie ich finde. Übers. Grün in der Mitte gleich, die ohne Magazin. Stimmen hier einfach mal direkt über die Mitte rüber. Das ganz schön wir sahen das jetzt aus. Das war so wirklich so Überraschungs-Geschichte. Ja, ganz genau. Und mal gucken, was jetzt passiert. Aber die anderen, wie gesagt, waren alle zusammen am Bahnhof, deswegen geht es noch relativ. So, jetzt wird Stomper auch vorgreift an. Jetzt können die beiden 50-100er von unten auch noch dazu stoßen, was sie jetzt auch tun. Jetzt müssen hier Stomper und Mosemann noch ein bisschen reinfahren, damit die 50-100er nicht zu viel auf den Sack kriegen. Das tun sie auch wunderbar. Oh, yeah. Und da haben wir es gesehen, gerade wie der Mosemann Pech gehabt. Direkt einen Platzer gehabt. Missionslagertreffer und das kann jetzt hier natürlich schon. Das sah so gut aus, aber das, das ist bitter gewesen, ja. Und Stomper ist ja auch noch ein Einschuss. Nasty Boy. Bob, Nasty Bob ist noch jetzt, da, ich, aber. Das die Entscheidung bringen, diese Katze. Mhm. Ja. Ah, das war ja ärgerlich. Aber sonst ein schöner Angriff, wie ich fand, von Wolfpack. Ja, es sah ziemlich durcheinander aus, aber hat irgendwie doch Sinn gehabt. Ah, das hat abends fährt zurück, den können sie auch nochmal holen. Wird gut zurückgehalten, der Nasty Bob. Und jetzt müssen sie den noch rausholen und dann haben sie nur noch einen Achter. Auf Gegnerseite plus die 2 T1. Die sich gerade im eigenen Kreis befinden. Ja. Ne, einer war das nur. Einer war das nur. Da wurde auch rausgeholt. Ja, das ging relativ zügig. Also. Gerade ja, schade. Die haben ja auch sehr gedrückt, das Wolfpack. Also, das sieht man nicht so häufig, dass die direkt am Anfang hier beim Brunnen vorbeiheizen und so. Ja. Ja. Das kommt war wirklich schon mal so vor, eine unerwartete Geschichte, ja. Ja, Christoph will noch so ein bisschen spielen.
Aber viel wird dann nicht mehr zu machen sein. Auf Seiten von OM Injection nur ein Achter raus. Und auch wenn die anderen etwas angeschlagen sind, Desert Arms, Chiefmaster, ja, sind alle sehr angeschlagen sogar. Aber trotzdem leben sie. Von daher ist da für den Christoph. Ja, die müssen jetzt schon so ein bisschen zusammenbleiben, wenn der 5000 da jetzt nachlädt. Dann kann der durchaus schon so ein bisschen übel noch sein. Ja, aber alle wird er nicht mehr, also alle wird er nicht mehr hinkriegen. Also da sind zu viele Rohre auf ihn gerichtet. Na, jetzt. Er macht's gut, okay, das stimmt, der, aber. Der ist der von hinten kommt, wird ihn jetzt erlösen. Das macht er. Oh, obwohl er das sogar noch gemerkt hat. Er kämpft doch. Also es ist auf jeden Fall Spotsgeist da. Also auf jeden Fall der Wille zum Kampf noch nicht gebraucht. Aber da sind auch zwei Gegner, oh je. Ja. Also raus. GG. Und guter Versuch. Leider ein bisschen Pech gehabt. Den Rundendölsten. Yep. Rundendölsten haben wir hier. Wer ist das da? Steppen Sorti hier. Ah. Im IS-3 mit 2285, stimmt das? Ja. Gut. Wie gesagt, da müssen wir mal beim Mosemann gucken. Okay, Treffer erhalten 4. Aber ich glaube, er ist irgendwie bei 800 oder so explodiert. Das kann ja auch schon sein, dass er von den 4 Treffern. Also, ich habe den Eindruck gehabt, dass der voll AP war. Vielleicht hat er 2 Schüsse abgekriegt, das kann schon sein. Ja, irgendwie so, ja. Aber der ist auf jeden Fall. Ist schon was explodiert, ja. Gab's auf jeden Fall mehr Schaden als normal. So, was haben wir denn als nächstes? Disruptive Wolfpack ist raus. Ulm Injection würde dann spielen gegen Bad Balance oder CS Army. Wusa ist auch eine Runde weiter. Wird gegen irgendeinen ungarisches Team spielen. Und XMC ist auch weiter. Hast du denn von Noi hier schon mal eine Antwort bekommen? Ja, aber die müssten jetzt im Spiel sein. Achso. Der hatte zwar zwischenzeitlich dann mal geantwortet. Ist auch weiter. Aber ich glaube, die haben jetzt alle gar keine Gegner. Oder Mortis? Ah ne, oder Mortis hat auch schon gespielt. Oder das andere jetzt. Ich glaube, Abtropfkante war bei. Abtropfkante war bei Neu, ne? Ja, der war, glaube ich, bei ONS, oder? Ah ne, der war bei Neu. Vielleicht doch. Ich kann ihn ja nochmal fragen, wie es denn bei denen aussieht. Oh, ich versink schon wieder. Lese ich hier? Ja, ich versink schon wieder. Ja, stimmt. Sieht man mal wieder nur meine Nase, oder was? Ja, das macht die Kamera da weiter runter. So, hat sich was verändert zum Positiven? Ja. Du hast sowieso so einen relativ großen Radius, in dem du dich bewegst. Also, theoretisch wäre es bei dir eh besser, die Kamera weiter zurückzubauen. Manchmal bewege ich mich ja in der Ecke, um mich zu verstecken. Sowas. Nein, ich will nicht wissen, wofür. So, der antwortet nicht, also werden die wahrscheinlich jetzt spielen. Nova hat Phoenix geschlagen. Und Gods of Darkness hat auch gegen irgendein polnisches Team verloren. Was mit Horde? Ich
Ja, oder hat auch gegen GF Gaming verloren. Also somit viele deutsche Teams jetzt raus, so wie ich sehe, momentan nur noch Ulm Ejection, WUSA und Belnaga Core. Oh, und ohne Mord ist es auch raus, hat gegen Owning Noobs Everywhere verloren. Scheint es wohl wieder irgendwelche Probleme beim Eintragen der Resultate zu geben. Ne? Die meisten Spieler, die meisten Teams können es irgendwie wohl nicht eintragen und schreiben es mal in die Match Comments. Wie ich das gerade sehe. Ja, das ist natürlich ein Problem, denn aber meistens machen die ja selber weiter hier, dass sie dann Kontakt mit dem nächsten Team dann schon aufnehmen. Also zumindest scheint ein Admin da zu sein, ausnahmsweise mal. Sag ich jetzt mal so. Es Na, kommt schon mal na. vor, dass kein Admin da ist. Quatsch, das ist immer alles sehr gut betreut hier. Was willst du damit andeuten? Ach, ich weiß nicht. Ich erinnere mich an einen wütenden Nebo, der sich ja, ziemlich intensiv darüber beschwerte, dass bis zum Finale ein einziges Match nicht eingetragen wurde und das dann so bestimmt 3, 4 Runden durchging und die einfach nur weitergemacht haben, indem sie es über Match Comments halt geregelt Ja, haben. Also, wir könnten uns bei Xel'Naga einfach reinhängen und warten halt, bis da der Gegner durch ist. Oder Wusa halt, ne? denn bei Wusa waren wir doch heute noch gar nicht, oder? Ja, okay. Dann schreibe ich mal Wusa an. Ja, oder wir nehmen halt den, der als erstes einen Gegner hat, sagen wir mal so. Ich sag mal XNC Bescheid, dass die Meldung machen sollen, wenn sie einen haben. Ja, genau, dann gib mir mal Info, wenn du was weißt. Ja, ich habe gerade angefragt bei XNC, die meinten aber, haben jetzt so mehrere das Problem mit dem Eintragen, nicht nur da unten, sondern Ja, das habe ich jetzt schon öfters gesehen. wohl alle. Drama. Sie melden sich auf jeden Fall und sie waren unzufrieden mit dem Lied, was du gespielt hattest danach. Beim nächsten Mal ein anderes wählen. Nein, das ist super. Da zum Trotz. Und du sollst die Minimap ein bisschen größer machen, lese ich gerade. Tür meldet sie. Das kann ich jetzt nicht mehr. Also das muss ich dann fürs nächste Mal mir merken. Nee, im Spiel musst du das ja noch nur machen. Das passt, das ist doch abgestimmt auf die Ach so. auf das Design. Naja, ich muss noch mal gucken. Ich guck gleich noch mal. Frag gerne mal, ob die einen Raum aufhaben und falls ja, sollen sie uns das schon mal einladen. User. Ja, du bist doch im Kontakt gerade mit Usa, ne? Meinst du? Also ich hab jetzt FKK-Schnitzel angeschrieben. Mal gucken. Ich kann nebenbei ja noch. Ja, Tür ist doch eigentlich immer da.
Antworte Tür. Antworte, Antworte. Wir haben noch einen Bonuscode. Wollen wir den irgendwie rauskloppen? Für irgendwas? Auf jeden. Machen wir wieder irgendeine Facebook-Geschichte. Ja, bin ich dafür. Gut. Region Monitor, genau. Oh, Tür lädt ein, vorbildlich. Ja. Facebook. Ah, suche ich. Irgendwo. Ah, WOT, müsst ihr euch merken? Ne, heute könnt ihr aber Chrome-Gruß hinterlassen werden. Ich habe ja keine Facebook-Seite. Mach das schon bei dir. Das ist viel besser. Und, oh, was hast du denn hier geteilt? Weiß ich nicht. Melli. Von der Melli hast du was geteilt. Oh ja, ja, da. Und da habe ich gesehen, ja, weißt du? Das ist auch glaube, ja, der geht so nah mit dem Kopf ran. Pro Gamer. Ja. Geht so nah mit dem Kopf ran an den Monitor, dass, dass so eine normale Webcam bei ihr schon schwierig ist. Ne? Weil das, da ist immer irgendein Teil vom Kopf abgestellt. Entweder der Kiefer oder halt die Stirn. Melli ist ja für auch die meisten bekannt. Da kein unbekanntes Gesicht in World of Tanks. Und weiß euch, dass wir die ja mal eigentlich überhaupt in diese World of Tanks Geschichten reingebracht haben. Damals ja, selbstverständlich. Zebit war das, ne? Haben wir das erste Mal die da mitgenommen und ja, so ist die da überhaupt reingekommen. Ja, ja, Gewinnspiel. Ein Bonuscode. Es gibt einen Bonuscode zu gewinnen, der. Was hat der? Der hat. Premium Panzer, 2000 Gold und noch irgendwas, keine Ahnung. Eine Woche Premium oder so. Den gibt es zu gewinnen. Und was müsst ihr machen? Ihr schreibt, wie geht denn das überhaupt bei Facebook? Da kann ich ja hier dir was schreiben. Zum Beispiel kann ich hier schreiben: Hallo, lieber. Ich will es jetzt nicht sagen. Ja, oder halt auf die MoreWOT-Facebook-Seite einen lieben Gruß an den Chrome, wie gute Arbeit er heute leistet. Das geht ja auch, wir haben ja auch eine MoreWOT-Seite. Mach das jetzt nur auf einer Seite, das muss ich ja noch überall gucken. Wir machen es jetzt erstmal nur bei dir. Ja, ja, von mir aus. Und dann könnt ihr am Ende schreiben und auch gern den Bonuscode. Zum Beispiel sowas. Wenn ihr sowas bei, und ihr solltet ihn natürlich geliked haben, ja, also hier ein Gefällt mir reinsetzen. Und das habt ihr wahrscheinlich sowieso schon, nehme ich mal an, weil ihr seid ja brav. Genau, wenn ihr das gemacht habt, dann eben einmal eine Nachricht schreiben, also mal liken, einmal eine Nachricht schreiben, postet ihm jetzt das. Und alle, die da was geschrieben haben, so wie ich, ja, unter denen losen wir dann am Ende der Sendung was, ja, einen aus und der bekommt dann den Bonuscode. Das darf dann der NVA machen. Das, was ihm am liebsten gefällt. Ja, das war's. So gewinnt ihr einen Bonuscode. Am Ende der Sendung, wie gesagt, wird er ausgelost und dann, wenn wir jetzt schon dabei sind, einmal eben könnt ihr ja bitte hier liken und Nebuwon, unser Lieber, der heute in München, glaube ich, ist oder in ich glaube, in München ist der. Also irgendwo ist er hingeflogen. Ich glaube, er hat Frankfurt erzählt. Frankfurt? Aber okay, ja. Also jedenfalls... Irgendwo ist er hingeflogen.
Irgendwas, ja, Frankfurt kann er auch sein, München auch. Sind beides große Flughäfen. Ja, jedenfalls, und da muss er auch den ganzen Tag verbringen, weil er erst morgen wohl diese Schulung hat oder diese Weiterbildung oder whatever. Und heute ist er nur, weil es sehr früh losgeht. Und das ist da relativ allein im Hotel. Und deswegen, weil er so einsam und verlassen ist, hier auch ein kleines Gefällt hier setzen, sofern ihr es noch nicht gemacht habt. Und weil das so schön war, nee, das ist die falsche Seite. Und weil das so schön war, auch hier nochmal bei MoreVOT ein Like. So. Und ja, streamen natürlich auch sehr gerne. Was wir zudem noch anbieten, sind die ganzen Videos auf unserem YouTube-Kanal. Einmal alle möglichen Interviews, wenn wir irgendwo unterwegs waren, die World of Tanks Caster-Geschichten, wie eben die GoForWOTs. Ja, die älteren Sendungen, die wir ja zum Beispiel hatten, wie Mellys Einsteiger-Guide und. Auch hier ein Abonnieren. Und ja, da werden wir sehr glücklich. Macht das. Und ich glaube, wir können jetzt mal gucken, wie weit unsere Einladungsgeschichte ist. Ja? So, eingeladen sind wir bei, also ich zumindest. Auch eingeladen, rein kann ich schon. Aber mal. Wie gesagt, da ist noch nichts los bei User. Und XNC hat sich auch noch nicht gemeldet. Ja. Dann haben wir das jetzt auch schon mal hinter uns gebracht. XNC hat sich auch noch nicht gemeldet. Wo ich sie gerade sehe. Im Ingame-Chat, ich bin da ja noch im Team drin, die Emrich will die eigentlich einladen. Will uns einladen. Wie weit sind Nein, sie denn? Will den Gegner einladen eigentlich. Hab ich im ESL-Chat gerade mitbekommen. Ja, aber bei Wusa, bei denen davor. Noch gar nichts eingetragen. Ja, wollen wir denn erst noch bei XNC zu gucken oder ich frage mal, wie die Lage ist, ja? Zumindest sieht so aus, dass XNC jetzt schon mal einen Gegner hat und wenn ich das richtig sehe, Wusa nämlich immer noch nicht. Ganz genau. Ja, weil nämlich die ein Tor gespielt haben, die Gegner, die beiden. Deswegen, jo, würde ich sagen, schick uns doch eine Einladung von XNC. Ich habe eine Einladung von bekommen vom M-Rage. Und das sieht auch gut aus. Ja, da ist der Raum auch schon voll. Und haben wir auch schon ein Tankpick. Oh, Tankpick gibt es da auch schon. Voll. Dann so, ja, habe ich geklärt. Wie du ja gemerkt hast. Super gemacht. Gehen wir wieder direkt zu XNC, ja? Und schreibt Mathieu denn noch, dass nicht unbedingt das erwarten sollen, aber uns auf dem Laufenden halten sollen, weil vielleicht sehen wir die ja direkt danach dann, weißt du? Ich schreibe die danach dann direkt an. Ich habe ihm ja geschrieben, dass wir bei XNC sind und Achso. Eventuell danach dann Ja. So, ich habe uns auch die ID schon geschickt. Jo. Wir gucken bei XNC wieder zu.
Boah, ich glaube, die haben sogar schon Panzer gewählt. Ja, haben sie auch. Bei Wenn wir mal kurz hochgucken. Also hochscrollt im Chat, da sehen wir nämlich T1 und 1390 von den, was sind es denn, Polen? Einen T69, noch einen T69 und einen Pershing. Und von XMC 2 T1, T69, 1390, noch ein T69, noch ein 1390 und ein T32. Okay. Der BVB geht auf die Toilette für 3 Minuten. Das ist, was ich da lese. Also, wir sehen zumindest schon mal eine T32 anstatt ein Pershing auf XMC-Seite, wo ich mit Sicherheit schon die Meinung von NVA wissen würde, der von Nebo, der den T32, den Pershing mit Sicherheit vorziehen würde. Ist wohl nicht unwahr. Aber die Polen spielen den Pershing sehr gerne und oft, warum auch immer. Der wurde auch verändert. Also der ist nicht mehr so, wie er immer war. Also man kann ihn auch nicht anbieten. Wir haben hier, mit Nebo hatte ich immer ein Spiel gesehen, ich weiß gar nicht, wer das jetzt war. Die hatten auch einen Pershing genommen und der war richtig gegen Spiel entscheidend nachher beim Angriff. Also er ist nicht so schlecht. Er ist halt ein bisschen langsam im Vergleich zu dem Rest da. Aber vom Schießen her und so geht's eigentlich. Meine Schussfrequenz her und so. Ist er langsamer als der T32? Nein. Pershing? Nein, nein. Aber nicht bedeutend schneller. Ich glaube, ein bisschen schneller ist er schon, aber... Pershing? Für den mittleren Panzer ist es eigentlich immer noch eine Frechheit. Ja. Gab's da noch so eine langsame Schüssel? Ich glaube, der Super Pershing ist doch, glaube ich, auch nur ein Medium, ne? Ja? Ja. Der ist nämlich auch so unfassbar bocklangsam. Also der ist ja fast wie ein Löwe, so, ne? Ja. Aber den hatte ich mal auf meinem Bruders Dings gespielt gehabt hier. Der ist gar nicht so schlecht. Super Pershing, findest du? Hm? Also es gibt so Panzer, mit denen kommt man irgendwie nicht so wirklich recht. Ne? Also gut, es gibt schlechtere. Aber so mein Fall war das nicht unbedingt. Der ist ja auf diesem MoreWOT-Account. Den haben wir ja mal gekauft. Und da habe ich den mal ein paar Mal gespielt. Na, der Beste ist immer noch der T34. Ein Premium-Panzer, finde ich fast. Ja, also er ist halt saumäßig lahm. Er ist halt echt wie ein... Ja, und schießt langsam und so, stimmt wohl. Aber wie gesagt, der Durchschlag und so. Also wenn du mal schießt, dann geht's auch rein. Und ich sag mal, selbst wenn du in den 10er-Schlag kommst, wenn du Pech hast, kannst du mit denen immer noch was machen. Aber mit einem, der gerade mal 198 Durchschlag hat oder so... Das ist ein bisschen räudig, sag ich mal, weißt? Das stimmt. Also von den Premium 8ern spiele ich den T34 auch am liebsten. Aber wenn wir gerade dabei sind, was ist dir lieber, Löwe oder IS-6? Ja, also wenn du nur eine 8er-Schlacht bist, der IS-6, sag ich mal. Also wenn du, aber sobald es denn mit 9ern und so auch losgeht, der Löwe auf jeden Fall. Wie gesagt, der hat auch bessere Kanone, besseren Durchschlag und so. Der ja, gut, der IS-6 hat ja besonders schlechten Durchschlag, deswegen. Ja, die Kanone ist eh voll Reiß im Vergleich zum Löwen. Der schießt wenigstens dahin, wo er soll. Ja, das stimmt. Also die Kanone vom Löwen ist natürlich besser. Aber macht weniger Schaden, ne? Oder? Glaube ich. Ja. Aber dafür schießt du auch wiederum schneller. Na gut, Und der ist ziemlich abprallelastig, der IS-6. Ich sag mal, im Stadtkampf und so ist der besser. Aber nicht so wie der IS-3. Der IS-3 ist ja wohl abprallelastiger, mag ich mal zu behaupten. Ja, vielleicht ein bisschen, aber eigentlich nimmt sich das nicht viel. Okay, viel über Panzer geredet. Wir müssten jetzt eigentlich starten, jede Sekunde. Nämlich Tankpick ist durch, der M-Rage ist, wer war das? BVB-Power? Nee, der ist zurückgekehrt. Der ist von seiner Toilettengang zurück. Wie man da ja schön sieht, hast gelesen. Ja. Lustigerweise hat er um 50 hat er geschrieben, 3 Minuten Klo oder sowas.
Und um 57 ist er wiedergekommen. Das heißt, er hat 4 Minuten überzogen. Ja, kann auch sehr gut nachverfolgen. Okay, aber jetzt soll es wohl wirklich losgehen. Und wir gehen im Augment auch just rein. Also, Xel Nagakur gegen LTR Super Pazie. Und als Aufstellung haben wir bei XNC 2,32er, 2,69er und 1,1390 und 2 T1 Cunningham. So. Und auf Seiten der Polen Super Pazie den Pershing T69 2 Stück, 2 AMX 1390 und die 2 T1. Jawohl. So, welche Aufstellung erwarten wir? Ja, XNC fährt jetzt hier einfach geradeaus durch, glaube ich. Mit den 32ern Turmposi in der Mitte. Aber wie man sieht, der Gegner hier, Lemming Train, die setzen mehr wieder auf leichte und mittlere, während XNC einfach mal 2 Schwere noch mitnimmt. Okay. Mal gucken, wie das wird. War eine schöne Teamaktion hier von. Die Speerspitze. Eine Teamaktion von Emrage und Latz jetzt. Mit dem Akku, den sie gemeinsam an zwei Seiten nochmal platt gemacht haben beim. Danke, geht's los. Schief verschossen, aber die Idee war da. Auf Psycho da wohl aufgeklärt. Naja, ich meine, ist ja klar, der 1390 war ja gerade direkt vor ihm. Krieger währenddessen hier auf der anderen Straßenseite ziemlich weit hinten. Ungewöhnlich, wie ich finde, auch, dass keiner auf der anderen Seite der Schienen ist. Ah, Böwig ein bisschen auf Scouten in der Mitte. Aber momentan noch nichts aufgedeckt. Ja. Doch. Oha, die anderen sind aber auch rechts. Also auf der. Oha. Also da müsste doch aber. Seite der Schienen. Ja, der Quäker nicht wirken hier auf den 1390. Ja. Nein, muss immer ganz nah ran scrollen und so, aber nein. Schade, schade. Ich hab eigentlich einen Schuss erhofft. Boah, Böwig zieht seine Kreise. Ja, ist jetzt natürlich komplett unklar, ob noch was auf der anderen Seite der Schienen ist oder ob die genauso wie ich sonst sehe, alle Kräfte auf dieser Seite haben. Ja. War. Oh, und jetzt stehen die auch in den Büschen hinten. Und dann hier mit den 1390ern kennt man ja, das ist sehr, sehr böse, wenn die da irgendwo in einem Busch stehen, die aufzuklären. Das ist extrem schwierig, da muss man schon auf die andere Hälfte der Karte fahren. Was hatten wir da gesehen gehabt? Ein Pershing? Ne, 69 und 1390, ne? 1390 und T69, genau. Ja, Da jetzt Böwig fährt mal auf die andere Seite, glaube ich. Becker hat wohl einige Blindschüsse versucht. Lädt jetzt gerade nach. Die stehen da hinten, wie gesagt, bei GH2 oder vielleicht sogar auch hinten J noch. In den Büschen können das Feld natürlich überblicken, können die aufdecken, wenn XNC in der Mitte versucht zu scouten, werden sie aufgedeckt, sehen selber aber nichts. Und jetzt fährt Böwig, nein, doch wieder nicht. Ich dachte, er fährt mal rüber, weil das wäre jetzt schon interessant, ob Kräfte auf der anderen Seite der Schienen sind. Aber dass er da nichts aufgedeckt hat. Wenn nicht, dann wirkt es wirklich fast so, als würden die unten alle in den Büschen campen. Was sehr ungewöhnlich ist, ich finde. Zumindest für dieses Team, also andere Teams machen das durchaus schon mal. Ja, man munkelt ja, dass Prokofka auch sehr warlastig ist. Naja. Aber ja, Böwig klärt das jetzt hier auf. Und dann werden wir sehen, weil wenn alle unten in der Ecke sind, dann kann man da von der Mitte auch gut gegen vorgehen. Dann muss da halt mal ein 1390 rüber in die Gräben, die da sind. Und die da aufklären und die anderen schießen dann halt aus der Mitte. Das sieht mir echt danach aus. Das finde ich aber sehr ungewöhnlich. Also man kennt das aus den früheren Spielen, sag ich mal, in nicht ganz so guten Teams wie diese jetzt hier, dass die da unten campen.
Für Super Patsy finde ich das sehr ungewöhnlich, dass die ja da diese Taktik wählen. Das finde ich auch seltsam, mal zu, die ja nicht neu sind. Ja, ganz genau. Weil neue Teams das machen, das kennen wir ja schon, dass sie da unten mit zwei Panzerschrecken in die Ecke fahren oder so und hoffen, dass irgendwas geht. Was meistens dann nicht der Fall ist. Wir haben gleich die Halbzeit erreicht, 5 Minuten 30. Und ja, sie sind. Oh, Schiefer gerade in Einser abgeschossen. Damit 1 Punkt Führung für XNC. Ah, ne, stimmt gar nicht, die haben auch schon einen verloren. Mann zurück. Ausgleich. Ja, und jetzt wissen sie, wie gesagt, dass die alle dann in der Ecke sind. Psycho fährt dann auch gleich direkt in die Gräben vor, wie ich schon meinte. Von da aus kann man dann versuchen, die aufzuklären. Verstehe ich nicht. BVB ist noch 50% runter. Das haben wir jetzt auch verpasst. Was? Oh, wie ist denn das passiert? Das muss so irgendwie passiert sein, als wir Bivik beobachtet haben. Da, der Pershing. Hinter ihm ist auch einer, der ist gerade im Baum umgefallen. Oh, jetzt sind jetzt natürlich super beschießt. Ja, ja, der wird jetzt richtig. Von allen. Okay, er hat Glück, dass er nochmal verschwunden ist. Wer hatte den gerade aufgeklärt? Und Bivik fährt auch noch im Kreis rein, um so ein bisschen Druck aufzubauen. Aber ich finde, es wäre besser, wenn er da vorne einfach aufklärt. Ich werde sogar und hier der 1390 taucht plötzlich hier neben Quaker auf. Eieiei. Probleme für Quaker. Oh, ganz, ganz fiese Probleme. Ja, das muss man so sagen. Da wird er wohl sterben. Tot ist er. BVB konnte ihn auch nicht so richtig helfen. Das ist ja ein Ding. Somit Super Patsy wieder im Vorteil. Na. Wird ja nochmal spannend. Ja, hier schief Abpraller am Turm. Noch ein Abpraller vom 69. Hirschig muss jetzt raus. Also irgendein Achter muss jetzt mal raus. Ja, so viel ist hier und der Pershing wird das wohl sein. BVB müsste eigentlich auch ein bisschen mehr vor, glaube ich. Oh nein, da kommt der 1390. Der kriegt jetzt zu tun, ja. Sollte aber drinnen sein. Da kommt noch ein zweiter 1390. Das sind zwei, ja. Das ist nicht drin. Aber dann können sie jetzt hier zumindest unten drücken. Auf den 69er oder auf die 69er. Aber damit ist er auch raus. Ach du Scheiße. Jetzt können sie sich den nächsten Schweren holen. Ja, sie müssen aber auch gleich mal nachladen. Also Schief braucht auf jeden Fall nicht mehr rückwärts fahren, um Deckung zu suchen. Der kann vorwärts rüberfahren, macht er jetzt auch. Ja. Mann, das wird hier noch... Oh, das ist bitter. Psycho ist jetzt auch gleich raus. Raus ist er, ja. Oh je. Ja, aber Böwig muss jetzt auch vermutlich nachladen, ja. Ach du Scheiße. Oh je, ja, jetzt holen sie den Böwig auch noch raus. Das wohl gewesen sein, ja. Schief hier der letzte Held. Ohne Magazin. Emrich noch im Kreis. Ärgerlich. Ja, das ist wohl wahr. Das ist ärgerlich. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja, und die haben das gewartet, gut mit diesen diese... zwei T69 da gemacht. Ne, die 2390er da. Die meine ich ja. Ja, wie gesagt, die können sich auch so unauffällig bewegen auf der anderen Straßenseite, weil die halt so flach sind in den Büschen. Man hat es ja gesehen, die sind plötzlich neben ihnen aufgetaucht. Ja. Tief, einsam und verlassen, kämpft noch ein bisschen gegen die T69. Da kommt jetzt noch der 1390 von innen. Raus. Naja, das war's jetzt. Tief. Schade, schade. Schade, schade, aber. Ja. Drama, Drama. Runden 13 in diesem Falle ist. Guzio. 1390 mit 2643 Schaden. Also, das nenne ich mal, das ist ganz. Also, vorbildlich, sag ich mal, für einen leichten Panzer 2600 Schaden. Sehen wir nicht ganz so häufig. Ja. Na gut. Die haben quasi das ganze Spiel gerissen. Guck mal, der Pershing hat nichts gemacht. Der war nur da. Die beiden 1390 haben alles weggerissen, siehst? Ja. Okay, der 69er, der auch, der hat auch fast die 2000. Der Pershing hat nichts gemacht und der andere 69 hat zweimal getroffen. Ja. Oder das heißt nichts gemacht, er hat halt keinen Schaden gemacht. Sag mal so. Ja. Sehr schade. Ich würde sagen. Gleich eins aufs Maul. Einladung. Ah ne, das ist eine Panzerkompanie. Hast du Tür noch am Start? Wir fahren dich schon. Wir werden wahrscheinlich schon fahren. Ich schreibe nochmal eben an. Tür, da.
Antworten tut er nicht. Ja, dann werden sie vermutlich doch schon gestartet sein. Ärgerlich. Dann müssen wir mal gucken, was wir da noch so haben. Ja, Wenn es ja schon immer weniger deutsche Teams sind. Jetzt haben wir nur noch zwei oder so, ne? War das nicht so? Busa und? Ich guck gleich mal. Und OM in Action war das, glaube ich, ne? Sehen wir mal den Turnierbaum. Da haben wir Busa. Die haben zwei Tors gespielt, die sind jetzt direkt weiter und spielen jetzt. Oh, das ist ja auch mal nett. Ja. U16 gegen. Ja. Ah. Ja. Wissen sie noch nicht. Ja, ist auch gut. Home Injection hat gewonnen. Ach so, oder deswegen antwortet er nicht, denn vermutlich. Da ist noch unklar. Aber wie gesagt, das sind die letzten beiden verbleibenden deutschen Teams, OM Injection und Busa. Mal gucken, ob wir bei Omo Jackson noch reinkommen. Ja, das könnte man. Vielleicht haben die auch einen Draw gespielt oder so. Ja, da freut man sich über die Regelung, dass nach zweimal unentschieden beide Teams rausfliegen in dem Turnier. Wenn man hier mitten im Turnier mal ein Freilos bekommt. Der FKK-Schnitzel hat jetzt geantwortet. Und auch der Tür. Sollten wir jetzt nicht bei Home Injection reinkommen, müssen wir entweder warten. Müssen wir entweder bei dieser warten oder wir suchen uns ein internationales Spiel. Oder nicht deutsche Teams. Ja. BASD Gaming haben wir da auch gerne, die Nova. Sind die schon am Spielen? Oh Gott, jetzt kommt da noch eher viel. Okay, wir können da doch noch rein. Töre, töre. Sorry. So ein bisschen erkältet, ganz leicht. Noch. Das wird sich zu einer schweren Grippe ausbreiten. Arsch. Gönnst du mir, hä? Hast du wieder einen toten Vogel am Strand mit dem Mund aufgehoben, oder was? Nein, Nebo war das, aber ich steck mich immer bei Nebo dann an, weißt du? Okay, du müsstest also auch gleich die Einladung bekommen. Dann sind wir im Spiel. Na? Jackson gegen CS Army. Und die Matcher, die ja.
Ein Wald fehlt noch. Ja, auch so, auch so. Ja, hier, jetzt habe ich was, du auch? Ja. Klingt. Sehr schön. Werde ich mal hier auf Daten holen klicken, oh. Fehlen aber noch. Ach so, die. Die Tschechen fehlen noch komplett. Wir haben schon nach dem Stream-Link gefragt. Was wollen Sie bekommen? Ja, und wie konnte man den Bonuscode noch gleich gewinnen? Das war so eine Facebook-Aktion. Eine gute Idee, dass du da... Das war so eine Facebook-Aktion. Erzähl du mal. Ja, da wechsle ich aber die Szene in der Zeit. Die wir sowieso warten müssen. Oh, das ist eine schöne Facebook-Seite, oder? Die ist toll. Ja, die, da kommt ihr drauf, wenn ihr /NVA hinter facebook.com eingebt. Oder im Chat einfach mal schreibt Ausrufezeichen NVA. Macht das jetzt auch nochmal hier zwischendurch. Bei uns im Twitch-Chat, Ausrufezeichen NVA, dann bekommt ihr einen Link, nämlich zu NVAs Facebook-Seite. Und da müsst ihr eine nette Nachricht hinterlassen und könnt dann einen Bonuscode gewinnen. Dieser Bonuscode beinhaltet irgendwie, ach Gott, ich weiß es nicht mehr genau, ich glaube 2000 Gold. Nagel mich nicht fest, ich glaube, es sind 2000 Gold, ein Premium-Panzer und eine Woche Premium und irgendwie 50.000 Credits oder so, keine Ahnung. Also ein paar Sachen sind drauf und den könnt ihr gewinnen, wenn ihr eine nette Nachricht hinterlasst hier bei Boas Facebook-Seite. Bitte auch ein Like und ja, wir können ja mal schon mal lesen, was da schon alles geschrieben wurde. Also was ist immer schön. Ja, sowas zum Beispiel finde ich sehr nett. Finde ich sehr nett. Oh, jetzt hätte ich ja. Auch Gruß da. Genau. Ist gut. Sind alles sehr nette Kommentare. So könnt ihr weitermachen. Und ja, unter allen, die da was geschrieben haben, da wird dann ein Bonuscode ausgelost und ansonsten auch bei unserem Nebu, der heute ausnahmsweise mal nicht da ist und ich weiß, billiger Satz, mache ich heute mal auch hier auf Nebu One. Ich mache auch mal wieder ein Ausrufezeichen Nebu in den Twitch-Kanal und dann findet ihr dort den Link. facebook.com/nebu1 und dann kommt ihr auf die Seite von Nebu, auch da ein Like wäre sehr nett, da freut er sich und auf morewot ebenfalls ein, auch hier gibt es nochmal ein Ausrufezeichen Follow in den Twitch-Kanal und dann habt ihr da auch alle Links und dann könnt ihr hier heute mal Like setzen. Viel Glück dabei. Wir losen den dann nachher, wie gesagt, nach Ende der Sendung aus und geben das dann bekannt. Die Panzerwahl hat auch begonnen. Super. Lass uns da mal reinhüpfen.
Wir haben bisher jetzt auf beiden Seiten 2T1 und 2.13.19. Ja. Also, nichts Besonderes. Pershing und T32 sehe ich jetzt gerade. Von... Ja, das sind unsere. Also von OM Injection wird tatsächlich auch jetzt ein Pershing gewählt. Und ein T32 und auf der anderen Seite dagegen dann ein T69 und T32. Noch ein Pershing? Hm? Wir nehmen zwei Pershings. Hast du das auch? Wie bitte? Das auch? Anscheinend man nimmt OM Injection jetzt sogar zwei Pershings. Ja, siehst du. Hier kommt die absolute Pershing Invasion. Pershing Invasion. Und noch ein 69 auf Seiten von den Schichten. Das heißt also, wir haben eigentlich die gleiche Aufstellung bis auf die Pershings. Ne? C2, T69 auf der einen Seite. Zwei Pershings bei uns. Okay, ja, wir sollten natürlich irgendwo noch ins Team rein. Ich würde sagen, wir schreiben den nochmal. Switch. Da brauchst du nur schreiben, der hat schon Gefahr. So. OM oder was? Ja, klar. Logisch, wir sind ja ein deutscher Stream, wir schauen den Deutschen zu. Kann man uns nicht vorwerfen? Ja, und den Gewinner, den schreiben wir dann nachher über Facebook an, das kennt ihr ja, da müsst ihr aufpassen. Und das schreiben wir auch noch auf die MoreWOT Facebook-Seite, wer da gewonnen hat, ne? Komm? Genau, ja. Und so ja. Oder so ähnlich. Ich würde sagen, mal so, du schreibst die Facebook-News, also auf deine Facebook-Seite, und wir teilen die einfach nur. Ja? Und dann ist natürlich auch wichtig, genau, dass ihr, wie war das, in den Postfach guckt, und zwar unter Sonstiges, weil, genau, wenn wir euch nicht als Freund geedit haben, kriegt ihr unsere Nachrichten. Ey. Schwierigkeiten und Hürden, die es bei Facebook gibt. Gibt es auch keinen Bonus. Damit man halt nicht so belästigt wird. Ja, wir hatten ja einen Fall, ich weiß gar nicht mehr welchen, aber irgendeiner hatte jemand eine Tastatur gewonnen, glaube ich, und hat sich irgendwie nicht gemeldet. Also das ist sogar zweimal oder dreimal hintereinander gewesen. Dann haben wir dann nach 2 Wochen oder 3 Wochen nochmal die Tastatur verlost. Weil der sich nicht gemeldet hat, oder ich glaube, es war sogar 4 Wochen oder so, keine Ahnung, mal gewartet. Der nächste, der gewonnen hat, hat sich wieder nicht gemeldet. Das ist aber ein Fluch, denn da liegt es an der Tastatur, eindeutig. Ja, ich weiß auch nicht, das war irgendwie komisch. So, es geht auch los. Just in diesem Momentos. Oh, sehr schön. Auch direkt ins Screen. Ja, dann kommen wir nochmals zu der Aufstellung. Bei Ole Mortis haben wir da, wie schon eben erwähnt, 1.32, 2 Pershing, 2.13.90 und 2 T1 Cunningham. Ja, und auf Seiten von CS Army One Tuts Mania ein T32, anstatt die Pershings sind die 2 T69, die 2 AMX 1390 und die beiden T1. Ja, und sind jetzt gespannt, was hier nun OM Injection für eine Strategie fahren wird. So. Lösen wir mal die Kamera und gucken uns mal hier Vogelperspektive an, wie die sich auf... Es sieht mir wieder ähnlich aus. Sieht, ja, eigentlich fast genauso wie bei XNC eben. Dass sie erstmal in der Mitte schön linienmäßig vorrücken. Okay, der 1390 scoutet jetzt mehr mittig und nicht so wie eben in der Stadt. Der seit abends wird wohl der erste sein, der hier Kontakt hat, wenn. Sieht aber nichts. Da fährt einer in die Stadt. Kann BN96 vielleicht noch was aufdecken da? Scheint nicht so. Also, diesmal fahren sie wohl Richtung Stadt. Verstecken sich nicht wieder unten links in der Ecke. Wie gesagt, das war auch ungewöhnlich. Aber ja, hat ja zum Sieg. Irgendwie hat es doch geklappt. Geführt. Ja. Oh. Der erste 1390 hat schon vom 32 eine gefressen. Das ist nur ein Schuss? Ja, das war nur ein Schuss, ne? Ja. Wie gesagt, das ist nur ein kleiner leichter Panzer, der kann nicht so viel. Techno-Wolf rückt schon auf der Einserschiene vor.
Da scheint gar nichts mehr zu sein. Also sie sind jetzt, wie gesagt, komplett auf der anderen Schienenseite wohl schon. Und auch da rückt Chief Master vor, MT1. Langsam Richtung Berg, Richtung F0, ja, kriegt er auch nochmal einen Ping, da will er hin. Ne, hat er selber gemacht, den Ping. Sieht man jetzt ja auch auf der Minikarte schon, siehst genau, kannst du ihn ein bisschen größer machen, war ja mal irgendwie gefragt. Hab ich vorhin gemacht, hab ich dann gemerkt. Achso. Ja, das hab ich gemerkt. Dass die jetzt ja quasi nur noch rechts unten sein können. Und eventuell auch noch auf dem Berg noch ist der Techno-Wolf. Oder ne, wer war das da? Der Schiefmaster ja noch nicht da angekommen auf dem Berg. Genau, ja, der traut sich aber hier nicht weiter vor. Ich glaube, der wurde wohl schon mal aufgedeckt. Ja, das kann gut sein, ja, ja. Irgendwo müssen sie da ja sein, wie gesagt. Die andere Seite ist ja komplett sauber. Ja. Ja, der traut sich nicht hier über den Fluss rüber. Oder aus dem Fluss raus. Such das mal ganz außen. Oh, 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 der Arms hat einen aufgedeckt. Er hat hier noch halb seinen eigenen, aber das war sehr schön gemacht. Und der erste 32 aufgedeckt. Mal sehen jetzt hier, Kampf 32 gegen 32. Ja, da gab es nochmal Blindschuss vom T32. Keine Ahnung, ob der getroffen hat. Ich hab's natürlich auch verpasst. Ja, da ist nochmal blind. Techno-Wolf schon unten auf K3 angekommen ist mittlerweile, aber da gehen ihm die Büsche aus, da wird er wohl bleiben. Wie weit er vorrücken kann er da nicht. So, und jetzt fährt BN96 mit Desert Arms zusammen. Wo wollen sie hin? Oder auch nicht? Der N96 zieht unten ein paar Kreise, aber da sollte ja wie gesagt eigentlich keiner sein. Ja. Ja, also zumindest haben sie jetzt schon mal gut in eine Ecke gedrängt. Ja, ja. Und aber das gucken, hatte XNC eben auch gemacht. Ja, das stimmt. Ja, und das hat geklappt. Und das, ja, ja. Aber ich würde sagen, da war das einfach diese diese 1390-Aktion. Ja, ja. Aber wie gesagt, das kann ja jederzeit passieren. Das kann ja hier auch. So, Desert Arms scheint jetzt auch hier irgendwie aggressiver zu sein. Ja, der macht jetzt 50 Meter Aufklärung auf die andere Bahnseite quasi. Er kann ja jetzt sehen, wenn einer direkt auf der anderen Seite dran steht. Ja, genau. Jetzt wird er wahrscheinlich die Büsche da nochmal durchforsten. Genau, da ist nämlich der 1, das war zu erwarten. Der wird wahrscheinlich jetzt abgeschossen und raus werden. Ist er vom Pershing hinten. Na, das wird natürlich gefährlich darüber gucken. Oben auf dem Berg wird sicherlich Aktivität sein. Ja, aber die sind ja nicht sofort, wage ich mal behaupten. Ah, doch, er wurde aufgedeckt. Wurde aufgedeckt, fährt doch direkt wieder zurück. Ja, jetzt. Ist es halt so. Versuchen, also früher war es so, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, du kannst vom Berg aus nicht den Capture Point aufdecken. Das heißt, wenn ja, die richtig, sich jetzt reinstellen, können die einfach einnehmen. Die müssen rüberfahren. Aber die könnten das genauso machen wie Desert Arms eben, dass einer von der anderen Seite halt so ein bisschen nur rüberluckt über die Schienen, dann können sie in den Kreis gucken und alle können vom Berg aus oben feuern. Das ist das grundlegende Problem, weil schießen können sie von da sehr gut. Sie sehen ja, es halt die müssen ja rüber gucken. Ja, wie gesagt, aber das können sie ja so machen, wie Desert Arms das hier gerade zeigt. Oh, hier, 1390. Oder, ah. Hätte jetzt man von unten jetzt hier nochmal ein bisschen aufklären. Ja, macht Desert Arms jetzt auch, glaube ich. Reicht ja eine Einheit hier, wie gesagt. Da, dieser Traktor hier zum Beispiel könnte das auch machen. Der müsste nur so ein bisschen rüberlunzen. Und schon können alle. Den können sie doch beschießen, oder? Ja, aber nicht, wenn er das so macht wie Desert Arms eben. Also, dass er wirklich nur eine halbe Sekunde rüberguckt, dann wieder runterfährt. Und dann können die von oben erstmal schießen. Wenn er da stehen bleibt, natürlich ja, dann nehmen sie ihn direkt raus. Aber so macht man das ja nicht. Ah, guck mal, der hat aber schon einiges. Jetzt hat er oben sogar einen 69er im Busch aufgedeckt. Der könnte jetzt eigentlich beschossen werden. Ja, und das wird er auch.
Aber jetzt nicht so der Zoll. Da müssen wir hinziehen. Der 32er hat nochmal einen Blindschuss gemacht. Und der zweite Pershing ist, kommt jetzt auch. Können wir das gleich nochmal machen? Oh, 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 der hier der erste 1390, der hat schon schwere Probleme hier. Ja, das machen sie gut hier von Ode Mottes. Passen sich da ganz wir langsam haben rein. Die 3-Minuten-Marke erreicht. Halbzeit verpasst hier. Ja, aber dieser eine Achter da will ja reichen. Also es ist ein Vorteil. Ein Vorteil. Das sollten sie jetzt nicht aus der Hand geben oder kein Tor draus machen. Versucht er seit Abends nochmal von hinten da aufzudecken. Das könnte klappen. Ah nee, das Mist. Jetzt hat ihn der Einser gesehen. Das funktioniert so nicht. Auch nochmal wieder von woanders. Die 32 wurde aufgedeckt. Ob die Kleine beschießen kann, ne? BN96 ist auch im Kreis gefahren, um so ein bisschen Druck aufzubauen. Da könnte sich jetzt der Einser aber eigentlich anschließen. Aber okay, der behält den anderen Einser im Auge, damit der da nicht spät. Was er aber eigentlich trotzdem tun könnte. Und Chiefmaster rückt auch vor nach oben. Der deckt da oben jetzt natürlich auf, das wird übel. Dann können die anderen da schön hochholzen. Ja, und nebenbei läuft noch der Da, hast gesehen, hier, zack, 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 der kriegt da oben jetzt übelst auf den Sack. Eieiei, hey, hey, Chiefmaster. Aus dem Kämpf wird geschossen. Und jetzt können die von oben vom Berg auch gar nicht mehr auf den Spawn schießen, weil die ja jetzt alle auf den Kreis schießen. Weil die gerade alle beschäftigt waren, weil Chiefmaster da auf einmal aufgetaucht ist und sie aufgeklärt hat. 1:38, ich meine, der Cap wird sowieso nicht der Endplan sein, das ist nur, um sie anzulocken. Ja. Oh, daneben von Desert Arms. Jetzt muss sie langsam einer fallen. Oh, da fängt er ein. Aber er muss, ja, er muss. Jetzt wird es der 32er. Ah, das macht Desert Arms gut. Das oh nein, macht der 32er verschießt. Aber da holt er ihn raus. Oh Mann, das ist sogar tatsächlich mit Cap. Siehst ja, du? Das ist interessant. Wir haben den nicht gesehen, die ganze Zeit über. Krass, hat er mal alleine durchgekappt, der N96 hier, der hält der Runde. Ja. Also die Taktik von PS Army war jetzt auch nicht wirklich überzeugend, ehrlich gesagt. So, ja. Wer ist Rundendölster? Ja, wie heißt der gute Mann hier? Ist das, soll das ein A sein, die vier? Klana? Keine Ahnung. Klana wahrscheinlich, ja. 4NA. Im T32 mit 1274 ist jetzt auch nichts Dickes, aber wie gesagt, ist ja auch keiner wirklich gestorben hier. Ach doch, der eine 1390 ist noch gestorben. Entschieden durch Cap, BN96 ja. Hat das mal ganz alleine eingenommen. Der seit Abend hat den ja noch rausgenommen, als er rüberschauen wollte zum, ja, auf den Cap schießen. Ja, gut gespielt von Ulm Jackson. Gespielt, dann und gucken wir mal. Somit eine Runde weiter. Achso, in diesem Falle muss ich ja, Moment, wo ist es? Okay. Ich liebe Deutschland, ich liebe Deutschland, ich liebe Deutschland. Ich liebe Deutschland. So. Herrlich. Was du da für ein Kram spielst? Unglaublich. Das ist eine Beleidigung. So ein Quatsch. Ja. Deutschland hat gewonnen, das muss ich feiern. Hallo? Also, was haben wir denn? Wusa vielleicht? Vielleicht wollen sie uns jetzt ja doch mitnehmen. Gegner steht auch. Juhu. Dann mal ganz schnell anschreiben. Gut. Und dann habe ich eben noch wieder einen Tipp bekommen vom Embridge, unseren Kameraexperten. Du sollst beim nächsten Mal freie Kamera mal noch P drücken. Das P irgendwie. Drücken? Ja. Wo dann irgendwie weicher werden, glaube ich. Hatte ich doch vorhin vorgelesen, ne? Okay. Werde ich mal tun.
Hashing ist zurzeit der beste T8-Medium. Naja, das halte ich aber für ein Gerücht. Wie bitte, was? Wobei solche Gespräche sowieso nie sinnvoll. Naja, hier schreibt gerade einer, dass der Pershing zurzeit der beste T8-Medium sei. Aber solche. Da hat er gar nicht so unrecht, wie gesagt, da wurde was verändert und so. Ja, also aber das ist doch immer noch eigene Präferenzen. So. Das sind doch eigene Präferenzen. Also. Ja, den einen, der kommt halt nicht damit klar und für den ist es halt nicht so. Für den anderen gleich. Weiß ich nicht. Hat kein Autoloader. Er ist langsam. Im Magazin. Ja, aber er schießt trotzdem extrem schnell. Also zwar nicht so wie ein Magazin-Ding, aber ich habe jetzt nicht genau auf dem Schirm die Daten. Aber auf jeden Fall schießt er sehr schnell und macht ziemlich viel Schaden. Pro Minute, sag ich mal, im Vergleich zu anderen. Schlecht ja. Ist das Ding nicht. Okay. Oh, und wir sind im richtigen Team. Es hat ja alles super geklappt. Tankpicking. Wie sieht es damit aus? Ich glaube, da können wir behaupten, das muss noch gemacht werden. Dann nach Haus, ne? Jo. Ja. Haben die so eine verrückte Aufstellung? Achso, nee, da sind ja 10er Panzer. Nee, das ist Quatsch. Moment, lass mal nachrechnen. Okay, Match-ID brauchen wir. Habe ich gesendet. Kannst du die auch holen? Sehr schön. So. Okay. Und dann geht es los. Tankpicking geht auch los. Das ist ja super. T1, T1, T1. Wir sehen wieder T1er. 1390, T69. Und nebenbei sollte man bemerken, wir sind auf Flugplatz. Oh, Airfield. Pfui. Das ist Nebus Lieblingskarte. Ach, das ist so schrecklich, ey. Na, obwohl, ich glaube, das ist jeder... was noch schlimmer ist, kann man sagen.